damit wir auch schon anfangen können. So, ich begrüße Sie zur heutigen 10. Sitzung des Ausschusses für Engagement, Bundesangelegenheiten und Medien. Für den Senat begrüße ich Herrn Staatssekretär Dr. Fischer. Herzlich willkommen. Alle uns zugeschalteten Gäste sowie die anwesenden Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Wie Sie sicherlich gehört haben und auch sehen, gab es seit der letzten Sitzung eine kleine Änderung hinsichtlich der Schutzmaßnahmen. Wir haben keine Trennwände mehr und ein paar Vorabhinweise. Die Sitzung wird live übertragen im Raum 377 hier im Haus. Auch auf dem Livestream des Abgeordnetenhauses können wir... Okay, funktioniert der Livestream? Weil ich sehe hier auf dem Bildschirm nichts. Wie sieht's aus? Funktioniert's? Sie sind dran. Okay, dann machen wir weiter. Ich darf direkt jetzt, Frau Kühnemann? Ja, ich würde gerne noch zur Tagesordnung. Ich darf feststellen, dass Sie mit dem Vorgehen, insbesondere mit den Live-Übertragungen und den Bild- und Tonaufnahmen der Presse einverstanden sind. Das ist der Fall. Die Begrenzung der im Sitzungssaal anwesenden Anzuhörenden wurde aufgehoben. Es können theoretisch nun wieder alle Anzuhörenden vor Ort teilnehmen. Eine Begrenzung besteht allerdings weiterhin hinsichtlich der im Saal anwesenden Personen. In diesem Saal können jeweils maximal 40 Personen Platz nehmen. Ich bitte Sie, sich auch weiterhin an das Abstandsgebot zu halten. Circa nach zwei Stunden machen wir eine 15-minütige Lüftungspause. Und haben noch eine Vorabinfo. Der Ältestenrat tagt diese Woche außerhalb der Reihe an einem Mittwoch, also heute um 10, und, also 10 bis 11. Und Herr Dr. Fischer muss an dieser Sitzung anwesend sein und wird daher kurzzeitig die Sitzung, Herr Gläser auch, dann werden beide kurzzeitig die Sitzung verlassen. Entsprechend schauen wir mal, wie wir das mit der Lüftungspause machen, sodass so wenig wie möglich vom Ausschuss verpasst wird von beiden. Genau. Ihnen liegt die Einladung vom 10. Juni 2022 vor. Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung? Frau Kühnemann. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da uns sozusagen die Synopse über die Neuordnung der Medienstaatsverträge relativ kurzfristig zugegangen ist, würde ich hier gerne den Vorschlag machen, dass wir uns die Zeit nehmen, uns mit dem Verhandlungsergebnis zwischen Berlin und Brandenburg hier entsprechend auseinanderzusetzen und den Tagesordnungspunkt für heute zu vertagen. Ich sehe keine Gegenrede. Herr Gläser? Vielen Dank. Das bezieht sich dann auch auf den anderen Punkt mit der 14-seitigen kleingedruckten Synopse für den großen Medienstaatsvertrag der öffentlich-rechtlichen Sender. Da würden wir natürlich mitgehen, weil auch der kam ja sehr kurzfristig mit der gleichen E-Mail heute früh. Okay, dann sehe ich keinen Widerspruch. Dann machen wir das so und vertagen den Tagesordnungspunkt auf eine der nächsten Mediensitzungen. Genau, dann wären wir auch schon bei Punkt 1 der Tagesordnung, der aktuellen Viertelstunde. Im Vorfeld der Sitzung wurde eine Frage schriftlich eingereicht, und zwar von der AfD-Fraktion. Wie bewertet der Senat die derzeitige Hexenjagd auf bürgerlich-konservative Spender des wiedererrichteten Berliner Schlosses? Herr Dr. Fischer, oder möchten Sie die Frage noch mal begründen, Herr Gläser? Nein, es gibt Streit zwischen dem Humboldt-Forum einerseits und dem Förderverein Berliner Stadtschloss andererseits wegen der Spender des Fördervereins. Und da würde ich gern wissen, wie der Senat das bewertet. Dr. Fischer, Sie haben das Wort. Ja, verehrte Ausschussvorsitzende, verehrte Mitglieder des Ausschusses, also zunächst mal ist es natürlich so, dass die Fragen rund um das Humboldt-Forum
vor allem im Kulturbereich anliegen. Und insofern ist das sicherlich auch ein Thema, das im Kulturausschuss besprochen wurde. Ich kann auf jeden Fall für die Senatskanzlei sagen, dass wir eine öffentliche Debatte wahrnehmen über das Kuppelkreuz und Spruchband am Humboldt-Forum. Von einer Hexenjagd würde ich dabei nicht sprechen, sondern es gibt eine öffentliche Debatte über die Transparenz und die Herkunft von Spendern. Und man kann auch sagen, dass im Rückschau mit Sicherheit es hilfreich gewesen wäre, da ein bisschen mehr Transparenz walten zu lassen. Aber ansonsten würden wir uns hier keiner Bewertung annehmen. Gibt es Nachfragen? Herr Gläser. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es gehört halt unserer Auffassung hierher, weil es hier um bürgerschaftliches Engagement geht. Deswegen möchte ich noch mal nachfragen, müssen denn oder würde der Senat das begrüßen, wenn zukünftig die Spender und ehrenamtlich Engagierte einer Gesinnungsprüfung unterzogen werden? Das ist natürlich nicht so. Wir machen keine Gesinnungsprüfungen, hier nicht und woanders auch nicht. Nichtsdestotrotz ist es, finde ich, bei einem Ort, der von stadtpolitischer Bedeutung ist und von größerem Umfang von Spenden sozusagen profitiert, durchaus angemessen, dass ein gewisses Ausmaß an Transparenz dazu vorgehalten wird. Und das finde ich im Grundsatz, und das ist auch die Meinung der Senatskanzlei, das ist im Grundsatz erstmal richtig. Vielen Dank. Gibt es weitere spontane mündliche Fragen aus aktuellem Anlass? Sehe ich nicht. Somit wäre die aktuelle Viertelstunde damit abgeschlossen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht aus der Senatskanzlei. Herr Dr. Fischer, Sie haben das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde eine kleine Rückschau betreiben, zum einen zunächst mal auf den Bundesrat am 10. Juni 2022. Das war der letzte, der sich vor allem mit der Grundgesetzänderung zur Errichtung eines Sondervermögens für die Bundeswehr auseinandergesetzt hat, der mit zwei Drittel Mehrheit zugestimmt wurde bei Enthaltung des Landes Berlins. Zudem wurde der Bundeshaushalt 2022 abschließend beraten, ebenso wie das vierte Corona-Steuerhilfegesetz, der Mindestlohn in Höhe von 12 Euro, der Pflegebonus, die Rentenanpassung und das Sanktionsmoratorium im Rahmen der Gesetzgebung zur Grundsicherung. Das Land Berlin ist außerdem einer Entschließung zur Einführung einer Übergewinnsteuer beigetreten, die in den kommenden Wochen in den Ausschüssen des Bundesrates beraten wird. Kurzer Ausblick auf die kommenden Sitzungen. Im nächsten Bundesrat am 8. Juli stehen unter anderem an der Gesetzentwurf zur Änderung des Strafgesetzbuches mit der Aufhebung des Verbots der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch nach § 219a StGB. Das ist ja ein lange diskutiertes Thema, das jetzt auch den Bundesrat erreicht. Zudem das 27. Gesetz zur Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes und das zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung. Wir werden auch im Bundesrat über einige Berliner Landesinitiativen beraten, unter anderem über eine Entschließung zur Einführung eines Qualitätssiegels für Kunststoffprodukte mit Recyclingmaterial sowie dem gemeinsamen von den Ländern Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und Berlin eingebrachten Entschließungen zur Erhebung einer Übergewinnsteuer. Das hatte ich ja in meinen Ausführungen zuvor schon dargestellt. So viel zum Thema Bundesrat. Wir hatten in der vergangenen Woche, wie Sie wahrscheinlich den Medien entnommen haben, eine Konferenz der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer auf der schönen Insel Riems zusammen mit dem Bundeskanzler und haben dort insbesondere über die Auswirkungen des Angriffskriegs gegen die Ukraine, vor allem auf Wirtschaft, Energieversorgung und den Arbeitsmarkt in den ostdeutschen Ländern debattiert. Die Diskussionen über insbesondere die Ölversorgung und die Zukunft der Raffineriestandorte in Schwedt und den Raffineriestandort Leuna ebenso wie die Gasversorgung und die Frage, ob es in den ostdeutschen Bundesländern natürlich denen mit Ostseezugang, also letztlich Mecklenburg-Vorpommern, in Zukunft ein LNG-Terminal geben soll und wie die Versorgung dann gewährleistet wird. Das waren zentrale Themen der MPK Ost. Die
Ministerpräsident, Ministerpräsident der ostdeutschen Länder haben gemeinsam mit dem Bundeskanzler eine Riemsa-Erklärung abgegeben, in dem nochmal auf einige Themen rund um die Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien und weitere Themen der Energieversorgung, aber auch der wirtschaftlichen Entwicklung eingegangen wurde. Hierbei für uns vielleicht noch sehr interessant, es soll in Zukunft eine gemeinsame Interessenvertretung Wasserstoff Ostdeutschland geben, eine Vereinbarung zwischen den ostdeutschen Ländern, wo die Standortfrage unter Umständen auch positiv für Berlin ausgehen würde. Insofern ist das auch eine erfreuliche Botschaft für die Entwicklung des Wasserstoffstandorts Berlin. Zum Zweiten soll es im Laufe dieses Jahres noch einen Fachkräftegipfel Ostdeutschland zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit geben. Ich denke, auch das ist ein sehr hilfreiches Vorhaben. Ja, dann vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf den Themenkomplex Engagement und Demokratieförderung. Da steht bevor die 15. Berliner Freiwilligenbörse online. Das findet im Juli statt, unter anderem in Treptow-Köpenick, in Tempelhof-Schöneberg. Dort sollen, wie in den vergangenen Jahren auch, vor allem auf Online-Veranstaltungen ein Austausch über freiwilligen Engagementmöglichkeiten und Ähnliches erfolgen. Ja, so viel dazu. Für den Medienbereich kann ich jetzt akut keine größeren Neuigkeiten berichten. Wir hatten den Kinoprogrammpreis, das hatte ich Ihnen in der letzten Sitzung schon gesagt. Ich denke, das ist ein positives Ereignis und wer das mitbekommen hat, am Freitag wird die Verleihung des Deutschen Filmpreises in Berlin stattfinden. Auch das, wie ich finde, ein sehr schönes Ereignis, auf das wir auch stolz sein können, dass das einmal mehr in Berlin stattfindet. Vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen, Herr Förster? Vielen Dank, Herr Staatssekretär. Nur eine Anmerkung und eine Bekräftigung. Ich finde es ja gut, dass gerade das Thema Wasserstoff stärker in den Fokus rückt und dass wir in Berlin möglicherweise auch die Interessenvertretung dann ansiedeln können. Ich will darauf verweisen, weil ich auch Sprecher für Wissenschaft und Forschung bin, dass wir in Adlershof ja mit dem Helmholtz-Zentrum etwa eine Institution haben, die sehr intensiv schon beim Wasserstoff forscht. Also gerade das Gelände in Adlershof wäre prädestiniert, weil es da auch Firmen gibt, die sich mit Wasserstoff und Zukunftstechnologien entsprechend auskennen und auch austauschen. Und wir sind uns ja alle einig, dass wir künftig, wenn wir dann auch die Ozeandampfer und die Flugzeuge irgendwie umstellen wollen, die nicht mit sozusagen Kabel und Steckdose fliegen können. Also wir brauchen auch Wasserstoff als Antrieb. Auch gerade für Mobilität in Größenordnung jedenfalls, auch bei Lkw und anderen. Und wenn wir da auch als deutscher Technologieführer in Berlin hier präsent wären, wäre das ja gut. Also volle Unterstützung, viel Erfolg. Wenn das klappen sollte mit Berlin, wäre es eine tolle Sache. Ja, also erstmal begrüße ich das natürlich auch, dass Sie das unterstützen und wir haben uns da auch sehr für eingesetzt, dass das kommt. Nur noch mal sozusagen zur Klarstellung. Es wird dabei nicht darum gehen, dass wir sozusagen nochmal eine eigene Institution, die in der Forschung und Entwicklung tätig ist, aufstellen, sondern wir wollen, und das ist die Erkenntnis der vergangenen Monate gewesen, dass die 6 ostdeutschen Bundesländer, sagen wir mal, sehr heterogene Strategien rund um Wasserstoff fahren. Und gerade vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir jetzt in der Energieversorgung haben, ist es notwendig, dass wir als ostdeutsche Bundesländer gegenüber dem Bund und anderen Akteuren eine gemeinsame Position vertreten. Und dieses Büro sozusagen soll dazu dienen, auch die gemeinsamen Interessen gegenüber dem Bund zu formulieren und die Branche ein bisschen zusammenzubringen. Und ich glaube, wir können als Berliner davon auch nur profitieren, wenn das geschieht. Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Somit wären wir auch am Ende des Tagesordnungspunkts 2 und kommen zum Punkt 3 der Tagesordnung. Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses. Situation und Perspektiven für die European Film Academy, EFA, auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der Fraktion der CDU, der Fraktion Die Linke und der Fraktion der FDP. Hierzu eine Anhörung. Als Anzuhörende begrüße ich ganz herzlich Herrn Jürgen Biesinger, Geschäftsführer der European Film Academy, Herrn Matthijs Wouter-Knol, CEO, Director der European Film Academy und Herrn Reinhard Pilz, Head of Finance and Administration der European Film Academy. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Ich stelle fest, dass Sie mit den Live-Übertragungen und den Bild- und Tonaufnahmen der Presse auch einverstanden sind. Ich sehe Nicken. Ich gehe davon aus, dass ein Wortprotokoll gewünscht wird.
Ebenfalls nicken. Und eine Frage an die antragstellenden Fraktionen. Wer möchte diesen Tagesordnungspunkt begründen? Herr Goyni. Ja, vielen Dank. Und auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen, auch im Namen der diesen Besprechungspunkt beantragenden Fraktion. Ich glaube, wenn ich mich erinnern kann, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir Sie hier im Medienausschuss zu Gast haben. Jedenfalls waren Sie ganz lange nicht mehr hier und es wurde Zeit, dass wir Sie mal wieder hier begrüßen, weil wir erstens die Arbeit der Akademie wertschätzen und glauben, dass das ein wichtiger Baustein auch ist zur Vernetzung auch der Filmszene, der Filmwirtschaft und der Veranstaltungen, die damit zusammenhängen. Und deswegen würden wir Ihnen gerne die Gelegenheit geben, sich Ihre Arbeit und auch die Ideen und möglicherweise auch die Wünsche an die Berliner Landespolitik hier einmal vorzutragen. Wir haben uns ja insbesondere mit der Vernetzung der Filmwirtschaft und der Filmfestivals in Europa ja bereits in der letzten Wahlperiode in Zusammenarbeit der Koalitionsfraktionen FDP und CDU gemeinsam mit beschäftigt. Wir hatten ja da auch eine entsprechende Deklaration schon mal formuliert, die wir auch im Rahmen unserer Ausschussreise nach Cannes 2019 dort der Filmbranche vorgestellt haben. Und unsere Idee ist natürlich, diesen Dialog jetzt auch, nachdem das nach Corona wieder möglich ist, fortzusetzen und hier auch den Austausch mit anderen Filmfestivals, mit der europäischen Filmwirtschaft von Berlin aus zu suchen. Und da können wir uns sehr gut vorstellen, dass auch Ihre Institution da eine gute und konstruktive Rolle spielen kann. Und darüber würden wir natürlich auch im Fortgang, auch nach unserer heutigen Ausschusssitzung, gerne mit Ihnen weiter im Dialog bleiben. Insofern erstmal herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Vielen Dank, Herr Goyni. So, die Herren, haben Sie sich geeinigt, wer anfängt? Perfekt. Wir haben jetzt eine gute Stunde Zeit und da kommen ja noch Fragen danach. Also entsprechend, denke ich mir, kriegen wir das gut hin. Herr Knoll, Sie fangen an. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Sehr geehrte Ausschussmitglieder, auch vielen Dank für die Einladung und dass wir hier sein dürfen, dass wir auch die Chance bekommen, tatsächlich unsere Arbeit etwas mehr vorzustellen und ans Licht zu bringen. Wir haben versucht, heute das so ein bisschen aufzuteilen, deswegen sind wir auch zu dritt hier aufgeschlagen. Ich bin der Geschäftsführer der Akademie und meine beiden Kollegen Biesinger und Pils vertreten auch die European Film Productions. Das ist die Firma, die sozusagen alle unsere Events umsetzt und mit der die Akademie eigentlich sehr, sehr enger zusammenarbeitet. Und wir haben das so aufgeteilt, dass wir heute hoffentlich ein gutes Bild geben können. Ich habe dafür auch ein paar Sachen vorbereitet, um das auch etwas zu illustrieren. Wir würden erstmal anfangen damit, dass die Akademie eine sehr Berliner Institution ist, die in 1988 vom Senat gegründet wurde. Volker Hassemer damals hat in damals noch West-Berlin entschieden, dass die Stadt West-Berlin die Filmpreise, die europäischen Filmpreise ins Leben ruft und dafür die ganze Filmindustrie Europas eingeladen nach Berlin. Alle waren da. Wenn man sich die Bilder anguckt, dann ist das noch immer sehr beeindruckend. Und die Menschen, die eingeladenen Gäste, die dort waren, haben sich auch entschieden, dass das nicht einmal sein sollte, aber dass man ab jetzt eigentlich eine Akademie in Europa gründen sollte, wie das auch in anderen Teilen der Welt, Amerika natürlich schon längst der Fall war. Und wir haben eigentlich die Arbeit jetzt 35 Jahre fortgeführt. In sehr vielen Fällen ist natürlich die Filmpreisverleihung nach wie vor, hat die auch in Berlin stattgefunden, jedes zweite Jahr, aber auch im Ausland, außerhalb von Deutschland. Und wir sind eigentlich dabei, das ist auch eines der Gründe, warum wir, glaube ich, erst jetzt hier sind, die European Film Academy auch eine neue Richtung zu geben. Und deswegen sind wir auch heute hier, um Ihnen das vorzustellen, in welche Richtung wir da gehen wollen, wie wir die Verbindung zu Berlin sehen, was unsere Wünsche sind, aber auch was unsere Pläne sind. Wir haben ja angefangen mit dieser Gruppe von Menschen, aber inzwischen ist die European Film Academy eine Organisation geworden, die eigentlich in dem Netz, sage ich jetzt mal, europäischer Filmorganisationen und Instituten eine ziemlich zentrale Rolle spielt. Das merkt man, weil zum Beispiel diese Organisationen, diese Plattformen, also Branchenvertreter, Gruppen, Verbände, aber auch das Europäische Parlament oder die Europäische Kommission sehr eng mit uns zusammenarbeiten und wir eigentlich über das Jahr mit den Veranstaltungen organisieren und sie auch, wenn wir die Preisverleihung im Dezember jedes Jahr veranstalten, sie auch anlässlich der Preisverleihung eigentlich eigene Events hier in Berlin stattfinden lassen. Das ist immer im Dezember, wenn Sie sagen, da sind Sie eigentlich relativ
kurzfristig vor der Berlinale ist ja sehr viele Leute und sehr viele Menschen sind hier in der Stadt, das stimmt. Und es ist eigentlich auch etwas, was wir in den nächsten Jahren gerne wachsen lassen wollen. Kleinen Überblick vielleicht, wir können Ihnen das auch gerne nochmal separat zukommen lassen, wie wir derzeit finanziert sind. Das ist ja ein sehr bunter Kuchen, aber wenn Sie das lesen können, ich hoffe, dann werden Sie sehen, dass wir zu einem Drittel mit Geldern aus Berlin und aus Deutschland finanziert sind, für ein Drittel aber auch mit europäischem Geld und zu etwas weniger als einem Drittel mit Mitgliedsbeiträgen und sonstige Einkünfte, die wir uns erwirtschaften. Das ist, wie gesagt, eine ziemlich bunte Palette, wo wir hoffen, dass auch in den nächsten Jahren da an manchen Stellen mehr Finanzierung von auch neuen Partnern dazukommt, unter anderem auch von Sponsoren, die wir da akquirieren wollen. Die neue Zielrichtung, von der ich gerade schon mal kurz gesprochen habe, betrifft eigentlich drei neue Projektbereiche. Wie gesagt, bisher war der Hauptfokus eigentlich auf die Preisverleihung jedes Jahr, mehrere Preise, die in sehr viele Gewerke in Berlin im Dezember verliehen werden. Wir würden das erweitern um drei Projekte. Und das erste Projekt ist eigentlich ein Projekt, das schon dieses Jahr anfängt, im November. Und das ist das Projekt Monat des europäischen Films. Wir bauen eigentlich eine Saison um die Preisverleihung herum. Wir fangen im November schon an und werden Filme zeigen in Europa. Wir haben die Chance gehabt, das letztes Jahr im November schon mal in Berlin zu testen mit den York-Kinos, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten und auch mit ein paar anderen Partnern, mit dem Institut Français, mit der Botschaft von Frankreich und mit einigen Festivals wie die Französische Filmwoche und haben in dem Monat mal ausprobiert, was eigentlich passiert, wenn wir einen Monat lang in den Kinos, in den Arthouse-Kinos uns hauptsächlich auf europäische Filme konzentrieren. Das ist natürlich eine reine Marketing-Maßnahme, aber die Kinos, die York-Kinos haben da eigentlich darüber sehr positiv berichtet, fand das sehr spannend, da mitzumachen. Wir werden auch dieses Jahr wieder mit dabei sein und ja, wir haben eigentlich aufgrund der Erfahrung in Berlin, wo wir das ausprobiert haben, gemerkt, dass wir dieses Projekt auch sehr, sehr gut eigentlich in anderen europäischen Ländern ausrollen können. Das bringt mir auch dazu, dass alle drei Projekte, die wir jetzt auch vorstellen, Sie werden merken, wir sind in Berlin, wir sind verankert in Berlin, unsere Geschichte ist in Berlin und die Stadt Berlin bietet uns wahnsinnig viele Möglichkeiten, neue Projekte zu entwickeln, mit der Bevölkerung, mit dem Publikum in Berlin neue Formate auch auszuprobieren, um die dann danach auch in sehr viele andere Städte, aber auch kleinere Städte und Orte in Europa zu, ich würde fast sagen, zu kopieren, aber natürlich da auch vor Ort eigene Varianten zu entwickeln. In 2022 fangen wir mit einem europäischen Start an von dem Monat des europäischen Films und er wird dieses Jahr, wir haben 35-jährigen Geburtstag dieses Jahr und veranstalten die Veranstaltung in 35 Länder, 35 Städte und hier sehen Sie, in welche Länder in Europa das sein wird. Berlin bleibt aber sozusagen auch eins der Teilnehmer und auch in Island sind wir dieses Jahr groß vertreten, weil die Preisverleihung dieses Jahr in Reykjavik stattfindet. Hier sehen Sie kurz die Städte, wo wir dieses Jahr sind. Wir haben ganz bewusst darauf geachtet, dass es nicht nur Hauptstädte sind in Europa, weil es uns sehr wichtig ist, auch in anderen Teilen von Ländern in Europa aktiv und sichtbar zu sein. Und das ist auch unser Ansatz, dass wir da auch die Diversität Europas auch an der Stelle und auf der Ebene sozusagen würdigen möchten und auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln möchten. Überall in Europa, wir fangen ja dieses Jahr in 35 Länderstädte an, aber überall in Europa werden wir den gleichen, also das wird ähnlich aussehen, ein Publikum wird das wiedererkennen und wir werden auch pro Land auch in der eigenen Sprache arbeiten wollen. Das heißt, wir haben nicht nur die EU-Sprachen zu bewältigen, wir sind ja in 52 Länder in Europa aktiv, das heißt weit über die EU hinaus. Also Beispiel Israel, Palästina, aber auch Kasachstan und so weiter sind Länder, wo wir aktiv sind. Also alles, was geografisch auch zu Europa gehört. Ein zweites Projekt ist, dass wir uns ganz klar auch auf ein breiteres Publikum fokussieren wollen, als wir bisher gemacht haben. Die Preisverleihung, wie Sie sich vorstellen können, bringt natürlich ein bestimmtes Publikum, was wir auch sehr gerne jedes Jahr wieder haben, aber wir wollen auch an die Jugend ran und ein jüngeres Publikum auch für den europäischen Film interessieren. Das ist nicht nur unser Wunsch. Wir haben in den letzten 10 Jahren gemerkt, dass wir sehr, sehr viele Projekte mit Jugendlichen schon machen, die während der Pandemie auch festgestellt haben, dass sie eigentlich viel mehr machen möchten und eigentlich auch viel mehr mit europäischen Film zu tun haben möchten, weil den europäischen Film fehlt. Deswegen haben wir den europäischen
Filmclub ins Leben gerufen, eine digitale Plattform für Jugendliche in all diesen vorher erwähnten Ländern. Jugendliche sind für uns Menschen zwischen 12 und 19 und wir werden die mit ab 23 auch mit pro Monat 2 Filme versorgen, die sie in Gruppen, in Filmclubs sehen können. Und das Zufall will, dass wir am letzten Wochenende eine Summit hatten, wo die erste Gruppe von 15 Jugendlichen aus ganz Europa in sich Berlin versammelt hat, eine Konferenz veranstaltet hat und uns eigentlich auch auf dem Weg geholfen hat, welche Voraussetzungen, welche Wünsche, wie ein Filmclub aussehen sollte. Also ganz entscheidend für uns ist, dass wir diesen Filmclub mit denen co-kreieren, beziehungsweise sie entscheiden auch mit, diese Jugendlichen, wie das Projekt aussehen soll, damit wir auch vergewissern, dass das für die Zielgruppe auch attraktiv ist. Und zum letzten Punkt ist, vorletzten Punkt ist, dass wir natürlich die European Film Awards jedes Jahr veranstalten. Kollege Biesinger wird gleich noch etwas mehr dazu sagen. Letztes Jahr fand die Veranstaltung in Berlin statt, aber wir überlegen uns, wie wir das in den kommenden Jahren sozusagen auch weiter ausbauen können und vor allem auch mehr mit Berlin verbinden können. Wie gerade eben schon gesagt, wir sehen eigentlich unsere Organisation als ein Organismus, was atmet, selbstverständlich. Wir atmen sozusagen ein in Berlin und nutzen alles Potenzial, was es in Berlin gibt und haben dadurch die Gelegenheit in anderen Städten, dieses Jahr in Reykjavik, in 2 Jahren sind wir in Luzern in der Schweiz, die gesammelte Erfahrung der Monat des europäischen Films, der Filmclub sozusagen auch in diesen Ländern, in diesen Städten konkret Form zu geben und das dann auch immer wieder nach Berlin zurückzubringen. Also diese organische Verbindung zwischen Berlin und Europa ist für uns eigentlich, bei uns eigentlich automatisch in unsere Arbeitsstruktur mit drin. So, als letzter Punkt meinerseits, wir werden uns auch künftig mehr auf das europäische Filmerbe fokussieren. Wir haben ja jedes Jahr die Filmpreise, fokussieren uns immer auf die besten Filme vom vergangenen, vom laufenden, vom aktuellen Jahr. Aber der Film hat in Europa angefangen und wir wollen eigentlich als Europäische Filmakademie auch viel mehr uns darauf fokussieren, dass es über 100 Jahre Filmgeschichte gibt in Europa, in Deutschland, in vielen anderen Ländern und wollen das auch mehr in unsere Arbeit mit reinbringen, um damit auch für die Zukunft spannende Projekte mitentwickeln zu können. Ein Teil davon ist, dass wir Orte definieren und festlegen und auch würdigen, die mit dieser Filmgeschichte zu tun haben. Sie sehen hier Bilder von Studio Babelsberg, aber auch von Geier Filmwerk in Neukölln oder vom Theater im Delphi in Weißensee. Das sind Orte, die wir eigentlich als Schatz des europäischen Kinos, der europäischen Filmkultur würdigen und auch in den kommenden Jahren ankündigen werden als Monumente sozusagen, die wir in unsere Arbeit mit einbeziehen werden. Und das machen wir in diese Länder gerade, also wir sind da sehr aktiv und das wird ein neues Netzwerk sein, was in den nächsten Jahren, wir feiern in 28, 29, 40-jähriges Jubiläum, bis dahin wollen wir 100 solche Orte haben. Das war es erstmal meinerseits. Kollege Biesinger wird noch mehr etwas erzählen über die European Film Awards und vor allem auch, wie wir da mit dem Publikum weiter umgehen wollen als Schluss. Ja, vielen Dank. Die European Film Awards, der Europäische Filmpreis, gibt es inzwischen seit 35 Jahren und hat sich in der Zeit einen festen Platz im Kalender der europäischen Filmbranche gesichert. Regelmäßig blickt die europäische Filmwelt auf Berlin und in die europäischen Metropolen, in denen die Preisverleihung im Wechsel stattfindet. Herr Knoll hat das gezeigt auch. Und 150 Medienvertreter berichten dann vom roten Teppich und von der Preisverleihung, von unseren Gästen, die dort sind, um ein paar zu nennen, Katrin Deneuve, Liv Ullmann, Juliette Binoche, Mads Mikkelsen, Sir Michael Caine, besuchen unsere Preisverleihung und haben sie besucht. Und ein bisschen Name-Dropping muss sein. Aber bei allem Glamour, der zu so einer Veranstaltung dieser Größenordnung dazugehört, hat trotzdem der Europäische Filmpreis seinen Grundgedanken beibehalten. Es geht letztlich um eine Werkschau, um eine stolze Werkschau des europäischen Filmschaffens des vergangenen Jahres, um das Beste des Besten auszuzeichnen und ein Schlaglicht auf das herausragende Filmschaffen und die herausragenden Künstler zu werfen. Und das sind dann eigentlich auch die schönsten Momente tatsächlich an so einem Abend, wenn den Preisträgern, den Gewinnern, die auf der Bühne stehen, vor 1000 Mitgliedern der Filmbranche, und die stehen da und ihnen wird auf einmal die,
diese europäische Dimension bewusst. Und der Ausdruck der Wertschätzung ihrer europäischen Nachbarn für ihr Werk, das ist sehr berührend. Und dann wird der europäische Geist auf einmal greifbar, der vom Respekt oder von der Neugierde füreinander und vom Respekt aufeinander geprägt ist. Wir haben tatsächlich einen Clip mitgebracht. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt ein Clip, der eine Art Schnelldurchlauf der Verleihung der letzten Jahre darstellt und so denken wir den Geist, den Charakter unserer Preisverleihung ganz gut einfängt. Good evening and welcome. Hello and welcome. Buenas noches, Sevilla. Welcome in this beautiful city of Wrocław. Thrilling to be here in the beautiful city of Riga. Welcome to the European Film Award in Berlin. You can feel the power of Europe in this room. Six extraordinary films. One has to be chosen. And the winner is... It's another round. Ida! Tony Ekman. The Square. Cold War. The winner is The Favourite. The European Actor Award. The winner is Alexandra Borbina. This moment is for Carmen Maura. European actor. Sir Michael Caine. Thank you so much. I can't tell you what this means to me. Timothy Spall. Charlotte Rampling. Paula Berfo Undine. Please welcome up to the stage, Christoph Waltz. I'm honored beyond comprehension. I thought I was a French actress, but for a few years it's true that I feel more European than ever. When I think about Europe, it is the biggest peace project world history has ever seen. In these turbulent times that we find ourselves in, more than ever, we need to come together as artists, as filmmakers. Please welcome Steve McQueen. I believe that we have a responsibility, not just to entertain, but to push forward the idea of humanity. Ray Fiennes. I believe filmmakers are unifiers. Our films can be songs, crossing borders and languages, with melodies and harmonies in the form of light and sound and narrative patterns. Looking at Europe, I still see a great promise, still with an inbuilt touch of utopia. Long live our rich and free European cinema. Merci. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for being with us and see you soon. Noch ein kleiner Nachtrag zu, was Herr Knoll schon erwähnt hat. Uns ist bewusst, dass der Europäische Filmpreis in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist wie in der Filmbranche selber. Und das wollen wir auch unbedingt ändern. Und dafür richten wir den Fokus, wie Herr Knoll gesagt hat, gezielt auch auf das Publikum selber und möchten, dass das Publikum mehr Anteil nehmen kann auch an dem, was wir machen und worum es bei der Preisverleihung geht. Dazu gehört auch ein leicht geändertes Konzept unserer Preisverleihung selber. Wir würden nämlich das Publikum, wir hatten letztes Jahr schon testweise damit begonnen, wir lassen das Publikum in einer Art Streifzug durch Europa, lassen wir das Publikum selber zu Wort kommen und lassen
über die Filme sprechen, über die nominierten Filme sprechen. Sie stellen im Prinzip die Filme vor, statt Filmemacher, die sonst auf die Bühne kommen und schöne Worte über die nominierten und Künstler und Filme sagen, sind es die Zuschauer selber, die von ihrem Erlebnis berichten, was sie gefühlt haben, was sie gesehen haben, was sie erlebt haben, als sie die Filme gesehen haben. Und ja, das ist eigentlich schon ziemlich einzigartig. Ich glaube, wir sind die einzige Veranstaltung dieser Art, die auf diese Art eine Brücke zwischen Publikum und den Filmemachern selber baut. Und wir sind selber sehr gespannt auf die Ergebnisse und werden Ihnen sehr gerne in Zukunft auch weiter davon berichten, wie uns das gelingt oder gelingen wird, was wir uns vorgenommen haben. Vielen Dank. Herr Pilz reagiert dann auf Antworten? Oder, genau, das hatten wir uns überlegt, dass wir aus der Finanzabteilung jetzt keinen eigenen Bericht vorbereiten und Sie damit Zahlen und Details aus der Verwaltung langweilen. Aber nichtsdestotrotz stehe ich natürlich und meine Kollegen auch für Rückfragen absolut zur Verfügung. Das ist eigentlich der Grund meines Hierseins. Dankeschön. Vielen Dank. So, dann wären wir auch schon in der Runde der Fragen. Habe ich schon Wortmeldung? Ja. Frau Amadi. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hatte jetzt gar nicht damit gerechnet, als Erste dran zu kommen. Auch vielen Dank an Sie, dass Sie heute hier sind und berichtet haben. Ich freue mich, dass steht Berlin auch ganz gut als europäische Stadt, als Medienhauptstadt, dass Sie jetzt auch bei uns im Haushalt mit drin sind und dass wir schauen, wie wir gemeinsam in Zukunft arbeiten können. Ich habe einige Verständnisfragen, aber ein paar Nachfragen noch. Sie haben gerade von der Publikumsbeteiligung gesprochen, dass das Publikum praktisch in Zukunft die Filme vorstellt. Dazu würde ich gerne wissen, ob wie die Jury dann am Ende zusammengestellt ist. Ist es eine Publikumsjury oder ist es dann eine Akademie-Jury und wer entscheidet am Ende, wer die Preise bekommt? Die Vorstellung ist das eine, wer dann die so am Ende dann doch auch teilweise fachlich entscheidet, ist das andere. Und dann zwei Punkte noch. Welche Kriterien sind dann auch wonach Sie die Filme so praktisch aussuchen? Wie viele Bewerbungen wie viele Filme werden dann eingereicht und wie das Verhältnis zur Preisverleihung zum Beispiel ist? Wie viele Regisseurinnen würden in der Vergangenheit gelobt, haben Preise bekommen, haben die Preise gewonnen. Wir wissen, Preise ziehen Preise, Aufmerksamkeit und weitere Jobs mit sich. Und und wie Sie sich generell die europäische oder generell die Zukunft von Film vorstellen in Richtung Nachhaltigkeit, Digitalisierung und so weiter. Vielen Dank. Frau Kühnemann-Gruno. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich schon rankomme. Ja, herzlich willkommen auch im Namen der SPD-Fraktion hier bei uns im Abgeordnetenhaus. Die Europäische Filmakademie hat sich ja sozusagen auf die Fahne geschrieben, ein Stück weit auch Anwalt des europäischen Films zu sein, auch europäische Themen zu bearbeiten. Und 2020 ist ja sozusagen geplant worden, ursprünglich in Reykjavik, glaube ich, die Filmverleihung, das ist dann flach gefallen. Ich habe jetzt so verstanden, dass es jetzt 22 in Reykjavik stattfinden soll und dann wahrscheinlich 23, war ja mal geplant, das im abwechselnd dann wieder in Berlin zu tagen, vermutlich wieder in Berlin. Ist für uns natürlich unglaublich wichtige, große Veranstaltung. Wenn man sich aber im europäischen Raum bewegt und Film wird da wahrscheinlich auch noch in der nächsten Zeit eine Menge Aufgaben haben, auch Dinge aufzuarbeiten, würde mich interessieren, wie sozusagen auch die Europäische Filmakademie und auch der Preis an sich mit dem Ukraine-Krieg umgeht. Also das heißt, welche Antworten finden wir, wie können wir vielleicht auch Filmschaffenden
in der Ukraine helfen, diese unterstützen und aber vielleicht auch, das ist immer so ein bisschen das, was vergessen wird oder wo vielleicht auch häufig das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, wie können wir auch kritische russische Künstlerinnen und Künstler, Filmemacher unterstützen, die beispielsweise Kritik äußern an Putin, an diesem Krieg von Putin. Ich glaube, da haben wir alle miteinander eine Aufgabe und wahrscheinlich auch die Europäische Filmakademie noch mal, insbesondere, weil sie den Blick auf ganz Europa haben. Und das würde mich in dem Zusammenhang noch mal interessieren. Dankeschön. Herr Dr. King, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und danke auch an Sie für Ihren Besuch in unserem Ausschuss. Ich habe eigentlich zwei Anliegen. Ich fange mal so an. Ich habe jetzt Ihren Vortrag ein bisschen so verstanden, dass diese neuen Formate, die Sie uns vorgestellt haben, darauf ausgerichtet sind, die Auseinandersetzung mit dem europäischen Film so ein bisschen aus der Blase herauszuholen und in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. So habe ich das verstanden. Und das finde ich eigentlich auch einen guten Ansatz, muss ich sagen, zumal wenn ja auch die breite Öffentlichkeit finanziell unterstützt, was sie tun. Insofern finde ich das sehr gut. Und da würde mich vor allem die Frage mit dieses Projekt European Film Club noch ein bisschen mehr interessieren. Also wenn ich das richtig verstehe, geht es ja darum, dass eben junge Leute in den europäischen Ländern sich mit europäischen Filmen auseinandersetzen, auch ein bisschen bewusst auseinandersetzen, also nicht nur konsumieren auf irgendwelchen Plattformen, sondern irgendwie auch darüber diskutieren oder Filme speziell auch auswählen nach ihren Interessen und so weiter. Das finde ich eigentlich interessant. Mich würde nur interessieren, wie finden Sie eigentlich die jungen Leute, die das tun sollen? Also wie kommen die zu Ihnen oder wen sprechen Sie da an? Oder wie breit ist das überhaupt angelegt? Und wie sichern Sie ab, dass das auch eine gewisse soziale Breite hat und nicht eine neue Blase entsteht, also vielleicht Kinder von Cineasten oder Leuten aus sehr bildungsnahen Familien dann da vielleicht unter sich bleiben, sondern dass es eben eine gewisse Breite hat. Also es würde mich schon interessieren, wie Sie zu den Jugendlichen kommen, die sich dann an diesem Projekt beteiligen sollen. Und das zweite Anliegen, das teile ich mit Melanie Kühnemann-Kuno, also was kann die EFA, was kann der europäische Film beitragen im Hinblick auf die Wiedererlangung des Friedens in Europa, Völkerverständigung. Und ich weiß, dass es da in der EFA ja auch Auseinandersetzungen gegeben hat und generell in der Filmbranche über die Frage zum Beispiel, wie ist das Verhältnis jetzt zu russischen Regisseuren oder Filmemachern? Und vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Danke. Vielen Dank, Herr Goyni. Ja, eine Ergänzung würde mich noch mal interessieren. Zum einen, welche Probleme und Herausforderungen Sie aktuell jetzt auch vielleicht gerade nach Corona noch mal sehen für die europäische Filmlandschaft. Was ist so das Feedback, was Sie auch bekommen von den Partnern, mit denen Sie in Europa zusammenarbeiten? Dann auch noch mal die Frage, welche Informationen, Erfahrungen Sie haben, was hinsichtlich der Situation auch der Kinolandschaft in Europa sozusagen an Herausforderungen an Sie herangetragen wird und wie organisieren Sie denn auch die konkreter, nochmal, Sie hatten ein paar Andeutungen ja schon gemacht, die Vernetzung halt in den europäischen Ländern, mit welchen Institutionen und Organisationen Sie da zusammenarbeiten. Gibt es da auch noch mal bestimmte Veranstaltungsformate, wie Sie diese Netzwerke halt pflegen? Das würde mich noch mal interessieren. Vielen Dank, Herr Förster. Sie haben das Wort. Ich will mich nahtlos daran anschließen, was meine Vorrednerinnen und Vorredner schon Gutes und Richtiges gesagt und gefragt haben. Ich will an der Stelle auch ausdrücklich sagen, dass es gut ist, dass Sie jetzt auch mehr die Vernetzung auch zur Öffentlichkeit suchen, auch in Berlin präsenter sein wollen, denn tu Gutes und rede darüber ist, glaube ich, auch für die European Film Academy wichtig. Ich glaube, es ist in der Vergangenheit ein bisschen zu kurz gekommen. Selbst wir in der Medienpolitik haben nicht immer genau gewusst, was Sie machen. Und insofern können wir uns das ja gemeinsam vornehmen, dass wir das auch in der Außenwirkung besser darstellen. Das ist, glaube ich, die Institution auch angemessen. Und in der Tat ist das ja etwas, was auch für die langfristige Sicherung der Institutionen wichtig ist, auch hier in der Stadt präsent zu sein, auch als Institution hier in Berlin auch wahrgenommen zu werden.
Zumal ja auch das Thema am Ende der Finanzierung auch immer eines ist, wo Sie ja auch immer verschiedene Töpfe auch bedienen wollen. Ich will an der Stelle auch ausdrücklich sagen, dass sehr kurzfristig ja auch dank der Senatskanzlei das Problem gelöst werden konnte mit den 400.000 Euro ab 2023, die ja von der Lotto-Stiftung gestrichen worden sind, beziehungsweise eben aufgrund der Tatsache, dass man nicht mehr institutionell fördern wollte, zur Debatte standen. Nun ist Herr Staatssekretär Fischer nicht da, aber Herr Blessmann und Frau Jarosch können es ja gerne weitergeben. Ich glaube, das war gut, dass das im Haushaltsentwurf schon gleich mit drin stand und wir nicht die ewigen Debatten hatten im Rahmen der Haushaltsberatung, das wieder hineinzubekommen. Also insofern herzlichen Dank. Das war, glaube ich, eine unbürokratische Sache, dass da ab 2023 zumindest kein Loch entsteht in der Finanzierung. Das war hilfreich und wertvoll und wird von uns allen ja auch so unterstützt. Mich würde noch interessieren, insbesondere auch, Sie hatten das Thema angesprochen, europäisches Filmerbe, auch Filmgeschichte. Was können Sie sich da vorstellen? Wir haben in Berlin ja beim Filmerbe nicht nur sozusagen die alte Tradition aus West-Berlin oder die Ufer-Tradition sogar. Wir haben natürlich auch die DEFA, also den Ostteil, auch das Filmarchiv, was in Wilhelmshaven ja so ein bisschen, also am Stadtrand kurz vor Erkner vor sich hingammelt, muss man ja leider sagen, was dann auch der Digitalisierung und der Aufbereitung hat. Das ist ja auch Filmerbe dieser Stadt und Filmerbe dieses Landes und muss natürlich genauso mit berücksichtigt werden. Wie können wieder weiterkommen. Ich glaube, das Thema Digitalisierung und die alten Filmrollen mal vor dem Zerfall zu retten, das wäre, glaube ich, auch ein Thema, das man nicht unterschätzen sollte. Das Thema auch der europäischen Vernetzung, Kollege Gollny hat es ja schon angesprochen, ist eins, was uns wichtig ist, sind wir auch gerne mit dabei. Ich glaube, wir hatten es ja auch schon mal bilateral erörtert, dass wir, glaube ich, einen Teil jedenfalls von uns auch gerne am 10. Dezember mit nach Reykjavik kommen würden. Ich glaube, das ist auch gut, da auch Präsenz zu zeigen, auch Berlin dort mit zu repräsentieren und uns das auch entsprechend anzusehen. Ich glaube, das ist wichtig, dass es auch eine Vernetzung in beide Richtungen gibt und dass die anderen europäischen Städte da auch immer mit entsprechend von der Partie sind und wieder einen gegenseitigen Austausch haben. Das Thema Zukunftsfilm hat die Kollegin Amadi schon angeschnitten. Mich würde auch da vor dem Hintergrund interessieren, wie weit Sie die Bedeutung auch des Films als sozusagen klassisches Medium auch fürs Kino oder auch für entsprechende traditionelle Ausstrahlungswege sehen oder inwieweit es eher dann in Richtung Netflix, Amazon Prime, in Richtung anderer digitaler Formate geht. Also wo wird der Film, für den Sie sich auch stark machen, künftig konsumiert und entsprechend auch angeboten werden? Wie wird sich das möglicherweise verändern? Und dann hatten Sie auch noch angesprochen das Thema Zusammenarbeit Institut Français hier in Berlin. Da hatten wir neulich, leider ist Europa ja nicht mehr in diesem Ausschuss, sondern jetzt im Kulturausschuss, hatten wir quasi eine Europasitzung des Kulturausschusses, ja auch die französische Botschafterin zu Gast und die auch sagte, gerade diese Institution würde aus ihrer Sicht eine deutliche Aufwertung auch vertragen können und man sollte auch darüber nachdenken, wie man das konzeptionell weiterentwickeln kann, was dort stattfindet. Und ich glaube, erst das Thema Film und europäischer Film, das, was Sie machen, wäre ein wichtiger Baustein. Da müssen wir uns, glaube ich, auch politisch nochmal im Rahmen einer Arbeitsgruppe darum kümmern. Ich will nur sagen, schön und gut, dass die Zusammenarbeit gibt, aber ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen mehr draus machen und da könnten Sie möglicherweise auch einen guten Beitrag dazu leisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Förster. Frau Wolf, bitte. Ja, vielen herzlichen Dank. Herr King hat eigentlich schon meine Frage ein bisschen vorweggenommen. Mir geht es auch ein bisschen um die Jugend tatsächlich. Inwieweit wird das publik gemacht? Inwieweit werden die aufmerksam gemacht, überhaupt sich dem anzuschließen und erfahren davon? Ich glaube, der Nachwuchs ist ja auch nicht ganz uninteressant und sehr wichtig überhaupt für die Filmbranche, gerade auch was die Fachkräfte angeht, um Filme überhaupt präsentieren zu können, nicht nur, aber auch in dem, was Film alles bedeutet, auch an Arbeitsplätzen und so weiter. Also insofern würde mich diese Frage natürlich sehr interessieren, wie breit sie sich da aufstellen und inwieweit ist das dann eben auch in einen Award eingebunden, dass eben diese, ich sage mal, Veranstaltungen auch vielleicht anders organisiert sind für jüngere Menschen, anstatt in diesem, ich sage mal, typischen Award-Feeling, was wir eben gesehen haben. Also nicht das jetzt kritisch bitte bewerten zu betrachten, aber wir wissen ja alle, dass gerade in einem Alter vielleicht zwischen 12 und 16, 18 und dann das doch nochmal was ganz anderes ist. Vielen Dank. Eine letzte kurze Anmerkung noch von Frau Kühnemann-Grunow und dann gehen wir auch schon in die Beantwortung. Ja, ich habe was vergessen in dem Kontext. Ich würde auch gerne noch mal wissen, wir wissen ja, dass es unglaublich wichtig ist, dass solche Events auch medial wahrgenommen werden. Für unsere Region ist es wichtig, aber natürlich ganz generell für den europäischen Film. Und da würde mich auch noch mal interessieren, mit welchen Sendern Sie beispielsweise auch zusammenarbeiten. Es gibt ja Menschen, die bleiben für die Oscars nachts wach und gucken die sich im Fernsehen an, die Übertragung, wie es da aussieht, wie da die derzeitige Situation ist. Dankeschön. Wer möchte anfangen? Also die Fragen sind jetzt zu Ende erstmal. Dann würde ich anfangen. Herr Knoll, bitteschön. Vielen Dank für die Fragen.
das bietet tatsächlich die Möglichkeit, auch noch ein bisschen zu erweitern an manchen Stellen und sehr berechtigte Fragen auch absolut. Ich würde gerne anfangen und ein paar Fragen auch miteinander verbinden, wenn es Ihnen recht ist. Erstens die Frage von Frau Ahmadi, die Sie haben ja gefragt, wie das mit der Publikumsbeteiligung ist, beziehungsweise wie sich das auch widerspiegelt in Jurys, wie Preise sozusagen ausgewählt werden. Die Preise bei der Akademie, wie das bei vielen anderen Akademien auch so ist, werden von den Mitgliedern bei uns vergeben. Das heißt, man wird Mitglied und man hat das Recht, sozusagen mitzuentscheiden, welche Preise vergeben werden. Das schließt aber das Publikum nicht aus. Wir haben gemeinsam mit dem Europäischen Parlament den Lux Publikumspreis, den es schon länger gibt, aber seit 2 Jahren auch in Verbindung mit der European Film Academy. Der wurde vor 2 Wochen verliehen in Straßburg. Und das ist wirklich eine Preisverleihung, wo das europäische EU-Publikum mitentscheidet, gemeinsam mit den Parlamentsmitgliedern, wer gewinnt, welche nominierte Filme da gewinnen können. Und wie Herr Biesinger auch schon gesagt hat, die Beteiligung von dem Publikum sehen wir eigentlich vor allem darin, dass wir sie eine Möglichkeit geben, die Filme zu sehen, dass wir sie an das Publikum ranbringen wollen, zum Beispiel dadurch, dass wir den Monat des europäischen Films organisieren, dass sie sich darüber austauschen können, dass wir Veranstaltungen organisieren, dass sie sich dazu äußern können, untereinander, aber natürlich auch in den Medien, und dass wir sie auch zu Wort kommen lassen wollen während der Preisverleihung, weil wir dort Formate einbauen wollen und eigentlich ein bisschen weg wollen von nur bekannten Gesichtern auf der Bühne, die sich gegenseitig ehren und Preise hin und her schieben. Und das haben wir letztes Jahr schon mal ausprobiert. Das war natürlich dann kurzfristig eine hybride Veranstaltung. Das Format war aber da. Und wir hatten da tatsächlich Publikumsgruppen aus 5 Städten in Europa, die sich zu den nominierten Filmen geäußert haben in der Preisverleihung. Das war ganz spannend und das hat auch eine völlig andere Dynamik in der Preisverleihung gegeben. Das wollen wir gerne weiterentwickeln. Wie viele Filme eingereicht werden, also etwa, wir reden von etwa 270, 75 Filme, die pro Jahr bei uns eingereicht werden aus ganz Europa. Natürlich nicht aus alle 52 Ländern, manche Länder sind sehr stark vertreten. Frankreich dieses Jahr zum Beispiel also schon 60 Filme, was sehr, sehr viel ist. Und in anderen Ländern gibt es jede 2, 3 Jahre einen Film, der mitmacht. Das Verhältnis zu den Filmen, die am Ende dann auch nominiert werden, dann reden wir so etwa 25 Titel, die dann in unterschiedlichen Kategorien da dann auch vorkommen. Wir arbeiten mit Jurys tatsächlich, mit Auswahlgremien und auch mit unserem Vorstand, die am Ende entscheiden, welche Filme die am meisten exzellente Filme Europas sind, die am meisten relevant sind, die am meisten auch Qualität, also von der Qualität her sozusagen auch wirklich hervorgehoben werden sollten. Weil es mehrere Gremien, Jurys und den einen Vorstand gibt, hat sich das so ein System entwickelt, wo wir wissen, dass es da immer mehrere Sichtweisen, Perspektiven und so weiter geben wird. Und uns ist sehr wichtig, auch in diesen Gremien, aber auch in dem Vorstand. Mit den Gremien haben wir angefangen, da sind wir auch inzwischen erfolgreich. Im Vorstand haben wir noch etwas zu tun, dass wir die auch diverse gestalten werden und haben da ganz klar auch in unsere Mitgliedschaft Menschen ausgesucht, die auch nochmal deutlich andere Sichtweisen, andere Perspektiven mit reinbringen, als bisher der Fall waren. Das ist jetzt im 2. Jahr läuft das eigentlich gut und sind wir eigentlich noch nicht zufrieden, aber zumindest glücklich damit, dass es dadurch auch eine andere Gruppe wird so langsam. Zu der Frage zu Regisseurinnen und Gender Equality, da sind wir in den letzten Jahren eigentlich, würde ich sagen, besser geworden, wenn nicht letztes Jahr schon mal ein sehr gutes Beispiel war, weil wir gemerkt haben, dass inzwischen bei den nominierten Regisseuren und Regisseurinnen doch sehr oft wir so ein Verhältnis 60-40, würde ich jetzt mal sagen, wo natürlich die 40 die Regisseurinnen sind meistens. Wir aber auch gemerkt haben, dass letztes Jahr bei uns die Gewinnerinnen eigentlich deutlich in der Mehrheit waren und wir auch bei uns im Vorstand auch gesagt haben, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Diversität, und es geht dann weit auch über Männer, Frauen und so weiter hinaus, wir da auch bei den Preisgewinnern zum Beispiel auch regional in Europa deutlicher schauen wollen, welche Leute denn nominiert werden. Also Osteuropa ist ein ganz klares Beispiel, dass wir, wenn es zum Beispiel um die Ehrenpreise geht, gesagt haben, wir wollen mehr Ehrenpreise in Osteuropa vergeben und haben in 2021 zum ersten Mal eine Frau aus Osteuropa den
Lifetime Achievement Award gegeben. Das war in den 35 Jahren bisher noch nicht der Fall. Also auch da sind wir gerade sehr bewusst, arbeiten wir dran, dass wir das weiter diversifizieren. Zu der Frage Nachhaltigkeit, da komme ich dann auch direkt dazu. Da kann auch mein Kollege Jürgen Biesinger gleich noch etwas dazu sagen, weil wir auch da nicht nur bei uns im Team jetzt auch Verstärkung gesucht haben, um zu schauen, wie wir unsere Veranstaltungen, aber auch die Arbeit bei uns täglich im Büro, aber auch die Events, die wir organisieren, einfach so gestalten können, dass Nachhaltigkeit da eine wichtige Rolle spielt. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel, dass wir mit Materialien, die wir letztes Jahr gearbeitet haben, also für Dekor, für Hintergrund, für Bühnengestaltung sozusagen, dieses Jahr in Reykjavik wieder arbeiten werden, die gelagert haben und teilweise sind die auch schon oder waren die auch schon in Reykjavik gelagert und werden dort vor Ort sozusagen das gleiche Material dann auch weiter nutzen. Nur ein Beispiel. Und die Digitalisierung haben Sie und auch einige andere von Ihnen angesprochen, ist für uns eine riesige Herausforderung, muss ich einfach sagen, ohne da irgendwie ein Understatement zu nutzen zu wollen. Die Akademie ist eine, würde ich sagen, eine noch ziemlich analoge Institution. Natürlich arbeiten wir mit sehr vielen Mitgliedern auch auf digitale Art und Weise. Die Pandemie hat auch wahnsinnig geholfen, da bestimmte Plattformen, die wir nutzen, weiterzuentwickeln. Aber seit 21 haben wir uns da wirklich rangewagt, würde ich mal sagen, und wissen auch, um all diese Ziele, die wir gerade auch dargestellt haben, zu realisieren, wirklich realisieren zu können, dass wir da gewaltig investieren müssen in die Digitalisierung und tatsächlich eine ganze Transformation unserer Arbeit da realisieren müssen in den nächsten ein, zwei Jahren. Das bringt auch sehr viele finanzielle Fragen und Sorgen mit sich mit, wie das, glaube ich, für sehr viele Firmen im Kulturbereich auch so ist. Und da setzen wir uns gerade mit auseinander. Also vielleicht an dieser Stelle auch nochmal zwischendurch, es wurde ja von Ihnen schon erwähnt, wir sind uns natürlich sehr bewusst, dass die Unterstützung, die vom Senat jetzt auch kommt und die Lösung, die uns auch angeboten wurde, da schon mal eine große Hilfe ist, um da auf jeden Fall kontinuierlich weitermachen zu können und hoffentlich auch eine gute Basis zu schaffen für die nächsten Jahre, da auch darauf aufbauen zu können. Eine andere Frage zu der Preisverleihung in Reykjavik. Frau Kühnemann, Sie haben gesagt, das stimmt tatsächlich, das war ja ursprünglich in 2020 geplant. Wir wissen ja alle, warum das dann in 2020 nicht stattfinden konnte. Mit den Isländern haben wir das Glück gehabt, dass wir da einen Partner gehabt haben, die gesagt haben, wir verschieben das zwei Jahre, kein Problem. Und wir machen das dieses Jahr. Das hat natürlich Vorteile, wir hatten schon viel vorbereitet. Und dieses Jahr wird es in Reykjavik bestimmt ganz spannend. Wichtig dabei ist auch zu wissen, dass die Isländer das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr hoch auf die Agenda geschrieben haben. Island hatte auch, also spielte auch gerne eine Vorreiterrolle und denen ist es ja wichtig, das auch in der Preisverleihung und da drumherum den Gästen und auch das Publikum sichtbar zu machen. In 23 sind wir tatsächlich in Berlin, also wir sind auch sehr, sehr, ich würde nicht nur sagen stolz drauf, das hat sich ja auch so traditionell und historisch entwickelt, aber diese, wie in der Präsentation auch kurz gesagt, diese Möglichkeit zwischen Berlin und Europa zu wechseln, also an einer anderen Stadt in Europa zu wechseln, bietet uns tatsächlich immer wieder die Möglichkeit, Erfahrungen mitzunehmen nach Berlin und umgekehrt auch, was wir in Berlin entwickelt haben, weil wir die Stadt eben besser kennen, auch ins europäische Ausland mitzunehmen. Und auch da, wenn Island sozusagen eine sehr nachhaltige Preisverleihung darstellen möchte, dann wissen wir natürlich, dass wir nächstes Jahr in 2023 in Berlin auch was zu liefern haben, damit es dann nicht schlecht aussieht. Also da sind wir uns sehr bewusst. Die Frage zu dem Krieg in der Ukraine beziehungsweise das Verhältnis beziehungsweise auch die Rolle, die die Akademie spielen könnte in der Zeit, in der wir gerade leider leben, ist, dass die Akademie sich sehr bemüht hat in den letzten Monaten, eigentlich seit Anfang März, wenn es um unsere Mitglieder geht und wenn es um Filmschaffenden geht in Europa, die von dem Krieg betroffen sind. Und da reden wir ganz klar nicht nur über die ukrainischen RegisseurInnen, Regisseuren, ProduzentInnen, aber auch die aus Belarus und die aus Russland. Wir haben in alle drei Länder eine doch ziemlich bedeutliche Anzahl von Mitgliedern. Wir sind mit allen seit März in Kontakt, haben sie auch alle direkt und persönlich kontaktiert, um da auch zu signalisieren, dass wir sie da unterstützen wollen und können, wenn es da Bedarf gibt. Aus der Ukraine gab es natürlich ganz klar einen Bedarf und haben gemeinsam mit zwei Festivals in Amsterdam und Rotterdam
und eine Koalition, die wir vor 2 Jahren gegründet haben, um den ukrainischen Filmemacher Oleg Sentsov unter anderem, der damals noch im Knast war, zu unterstützen, was ja auch zu seiner Freilassung mitgeführt hat. Mit dieser Koalition haben wir einen Notfonds ins Leben gerufen und inzwischen über 400.000 Euro an Spenden gesammelt, die wir direkt an ukrainischen, aber auch in manchen kleineren Fällen russischen und weiß, also belarussischen Filmemachern gespendet haben. Und da geht es um ganz einfache, also Menschen, die in Not, in Bedarf angemeldet haben bei uns per E-Mail oder am Telefon, haben wir die Möglichkeit gegeben, 500 oder 1000 oder 1500 Euro bei uns direkt auf das Konto zu bekommen, damit sie einfach weiterleben, reisen, ihre Familie versorgen und so weiter. Also das ist für uns eigentlich der Ansatz, wo wir ganz konkret gesagt haben, da können wir helfen. Sie haben bestimmt auch in der Presse gelesen, dass es Anfang März natürlich schon auch links und rechts ein paar Schlagzeilen hervorgebracht hat, dass die Akademie entschieden hat, russische Filme dieses Jahr auszuschließen von den Nominierungen und von Gewinner, also wenn man nicht nominiert ist, kann man ja auch nicht gewinnen. Der Grund dafür ist, dass, wie gerade eben auch gesagt, wir sind auch sehr aktiv in Osteuropa und haben gemerkt, dass unsere Mitgliedschaft, aber auch unsere Mitglieder aus Osteuropa im Vorstand, da doch an manchen Stellen eine etwas andere Haltung haben, als dann in auch Deutschland, aber auch in Teilen Westeuropas der Fall ist. Und haben wir gemerkt, dass es für die Akademie am Grade, das war ein demokratischer Entschluss des Vorstands, die Haltung zu sagen, wir unterstützen einzelne Filmemacher, wie gerade beschrieben. Wir bieten aber dieses Jahr keine Bühne für russische Filme, die auch mit russischem Geld finanziert worden sind. Und das führt dazu, dass es tatsächlich auch Einreichungen gerade gibt. Wir haben ja noch keine Auswahl gemacht für die Nominierung oder für die Auswahl, die die Akademie jedes Jahr macht. Das sind etwa 50 Filme, die dann im August den Mitgliedern bereitgestellt werden, um sich anzugucken, um dann auch zu entscheiden, wer nominiert wird. Da sind Einreichungen dabei von russischen FilmemacherInnen, die aber nicht mehr in Russland leben, sich ganz klar distanziert haben und auch nicht mehr mit russischem Geld finanziert sind. Und das ist für dieses Jahr die Entscheidung, die der Vorstand und wir also dieses Jahr erstmal fahren wollen, um auch zu vermeiden, dass am Ende, Sie wissen, wie das geht, letztes Jahr gab es einen sehr beeindruckenden Film aus Bosnien über das Srebrenica-Massaker. Wir haben natürlich die Filmemacherin geehrt, aber in der Presse stand, Bosnien hat gewonnen. Und das wollen wir partout vermeiden dieses Jahr, dass es irgendwie passieren könnte in dem Bereich. Also da machen wir in dem Sinne eine Trennung in 2022 und fokussieren uns auf das Helfen von Menschen. Andere Sachen, die wir auch machen, wir zeigen unseren Mitgliedern und stellen die auch zur Verfügung ukrainische Filme. Und unterstützen damit auch die Filmschaffenden, Rechteinhabern dieser Filme auf unsere Plattform, die für Mitglieder da ist. Und als allerletzte würde ich noch gerne erwähnen, dass wir auch ein bisschen versuchen, also in die Zukunft zu gucken, wo wir natürlich hoffen, dass es bald keinen Krieg mehr gibt in der Ukraine. Und wir wissen, dass die Infrastruktur, die Filminfrastruktur in der Ukraine dermaßen zerstört ist inzwischen, dass eine Filmfinanzierung in den nächsten 5 bis 10 Jahren schon mal ganz schwierig, wenn nicht vielleicht ausgeschlossen wäre. Und reden eigentlich gerade mit auch den ganzen europäischen Partnern, die wir auch am Anfang kurz gezeigt haben, Filmförderung, europäische Filmförderung, aber sogar auch Länderförderung in manchen Ländern, wie wir da vielleicht eine Struktur schaffen könnten, jetzt für die Ukraine, aber künftig vielleicht auch für andere Teile Europas, wo es Krisen geben wird. Und wir wissen, dass wir da als Europäer uns auch gegenseitig unterstützen können und auch für die Zukunft Strukturen aufbauen und schaffen können, um das dann nicht nur, also direkte Nothilfe, aber auch langfristige. Wir nennen das jetzt mal in der Umgangssprache ein Marshallplan für den europäischen Film, wo wir wirklich gucken, was können wir eigentlich langfristig machen, wo es auch vielleicht zukünftig wieder Krisen geben wird. Ich würde gerne die Frage zu European Film Club und auch Ihre Frage, Frau Wolf, zum Jugendfilm meinen Kollegen Jürgen Wiesiger fragen, weil der sich am meisten da mit auskennt und sich auch damit beschäftigt und es auch mal schön ist, eine andere Stimme vielleicht zu hören. Ja, spannende Fragen, Dr. King und Frau Wolf, zum Thema, wie wir tatsächlich den Filmclub eigentlich gestalten wollen und generell den Umgang mit dem europäischen Nachwuchs und dem jungen Publikum. Tatsächlich
hatten wir, Frau Wolf, Sie hatten das, glaube ich, gesagt, dass das ja wahrscheinlich für, wenn wir Jugend einbinden wollen, dann das klassische Format einer Preisverleihung nicht das Richtige ist. Das ist ganz genau so. Tatsächlich hat die Kinder- und Jugendfilm, europäische Kinder- und Jugendfilmbranche uns vor etwas über 10 Jahren angesprochen und gesagt, ja, wir mögen doch bitte auch eine eigene Kategorie für den Kinder- und Jugendfilm aufnehmen in die European Film Awards. Und wir hatten uns da tatsächlich sehr lange Gedanken gemacht, wie wir das am geschicktesten machen, weil wir tatsächlich genau das vermeiden wollten, dass Filmemacher, erwachsene Filmemacher, die bei uns Mitglieder der Akademie sind, über den besten europäischen Kinderfilm entscheiden und das Ganze in der Preisverleihung dann geehrt wird. Wir haben uns dann letztlich für ein ganz anderes Format entschieden, haben zuerst mal gesagt, dass wir selbstverständlich die Jugendlichen selber entscheiden lassen möchten über den besten europäischen Kinderfilm und haben dafür ein Rezept gefunden, das wir 2012 zum ersten Mal getestet haben in 6 Städten, in 6 Ländern. Zunächst haben wir mit einer Jury, die aus Kinderfilmspezialisten besteht, 3 Filme identifiziert, weil wir sagen, dass diese 3 Filme nominieren wir für den besten europäischen Kinderfilm. Kinder-Jugendfilm ist auch nochmal eine schwierige Unterscheidung. Wir haben uns letztendlich entschieden für ein Altersfenster von 12 bis 14 Jahren, weil die speziell in dieser, weil das ist dann eben genau nicht mehr Kinderfilm eigentlich und so eine Art Jugendfilm gibt es streng genommen nicht so richtig. Also wir haben uns für diese Altersgruppe entschieden, haben mit Partnern in 6 Ländern Screenings vorbereitet und organisiert. Wir haben an einem Sonntag Ende April des Jahres 2012 diese 3 nominierten Filme in Kinos eben, ich weiß nicht, wie viele das damals waren, knapp 1000 Jugendliche, die Filme gezeigt und die Jugendliche auch die Filme besprechen lassen. Also es wurden dann unsere Partner vor Ort haben das organisiert. Wir haben uns dann um die eigentliche Preisverleihung, die am Abend stattfand, gekümmert. Und die Aufgabe war, dass die Jugendlichen eben nicht nur die Filme konsumieren und danach den Daumen hoch oder runter machen, sondern dass sie sich tatsächlich auseinandersetzen, sich austauschen über das, was sie gesehen haben und dann am Ende den Gewinner wählen. Das Konzept ist super aufgegangen. Wir hatten in den folgenden Jahren, wuchs das wahnsinnig schnell, hatten schon nach wenigen Jahren ganz Europa mit an Bord. Wir hatten vor der Pandemie fast 80 Städte in über 30 Ländern, sogar über Europa hinaus, Australien, die ein Faible für sowas haben, sind dabei und auch Grönland machen bei der Sache mit. Das heißt, wir erreichen tatsächlich Jugendliche in ganz Europa mit diesem European Young Audience Award und vernetzen sie auch untereinander. Das heißt, die Jugendlichen in Kopenhagen haben auch die Möglichkeit, mit den Jugendlichen in Lissabon oder Istanbul sich auszutauschen. Das wird massiv auch genutzt. Das ist wirklich wahnsinnig schön zu erleben, wie engagiert die Jugendlichen auf diese Filme zum einen reagieren, aber auch fasziniert sie von dem Gedanken sind, dass das, was sie jetzt gerade machen in Erfurt oder Berlin oder in Zürich oder sonst wo, dass das eben in ganz Europa gerade geschieht und dass das Jugendliche in ganz Europa gerade diese Filme mehr oder weniger zeitgleich gucken. Aus diesem Projekt ist dann eben auch der European Film Club entstanden, einfach weil die Jugendlichen von den Filmen auch angestochen waren, dass sie entweder gesagt haben, jo, wie kann eigentlich mein Freundeskreis jetzt diese Filme gucken oder meine Eltern oder meine Lehrer, weil das wirklich wichtig ist, was in diesen Filmen verhandelt wird. Und da wir das nicht leisten konnten, weil wir nur diesen einen Tag organisiert haben und die Filme oft in Europa ja gar keine Kinoauswertung bekommen, um ein ganzjähriges Engagement mit den Jugendlichen gewährleisten zu können, haben wir dann eben das Projekt European Film Club ins Leben gerufen, bei dem wir eben eine Plattform jetzt zur Verfügung stellen. Wir sind gerade in der Beta-Testaufbau- und Testphase,
Also Ziel wird es sein, eine digitale Plattform anzubieten, über die sich Jugendliche in ganz Europa organisieren können als Filmclub. Sie können eigene Filmclubs gründen oder sich bei den Filmclubs anschließen, um dann eben diese Filme zu schauen, sich auszutauschen, zu diskutieren, Reviews zu schreiben, Podcasts zu machen. Wir werden aber auch mit unseren Filmemachern aus der Akademie da mit Knowledge-Sharing machen, also auch, weil es gibt ein großes Interesse diesen Jugendlichen auch, wie geht das eigentlich und was heißt Storytelling und wie werden Filme gemacht. Das wollen wir da alles bedienen. Und um tatsächlich nicht nur ein wirklich bestehender Hunger für diese Filme zu stillen, sondern auch tatsächlich den Nachwuchs mit Fachkenntnis über Filme machen und Narrative zu unterrichten sozusagen. Das Ganze in Co-Kreation, das heißt, wir machen nichts ohne Mitwirkung der Jugendlichen selber, die an allen wesentlichen Entscheidungen mit beteiligt sind. Dr. King, wichtige Frage, ja, was machen wir, dass wir nicht eine neue Blase privilegierten Jugendlichen hier schaffen? Das ist ein großes Thema für uns. Wir haben zunächst einmal, also wie wir überhaupt jetzt an die Jugendlichen kommen, wir haben über den Young Audience Award ein Partnernetzwerk von über 30 Partnern in ganz Europa. In fast jedem Land haben wir eine Institution, sei es ein Filmfestival oder eine Cinemathek oder ein Filmmuseum oder was auch immer, die sich konkret mit dem Thema Film Education auseinandersetzen. Das heißt, wir sind bestens vernetzt und erreichen über diese Partner schon mal ein, sagen wir mal, aufgeschlossenes jugendliches Publikum. Das ist aber für uns nur der erste Schritt. Wichtig ist, dass wir überhaupt in den Ländern erstmal diese Filmclubs, diese Infrastruktur haben und sich Filmclubs gründen. Und sobald es ein erstes Netzwerk an Filmclubs gibt, dann gehen wir in die nächste Stufe und schauen, wie erreichen wir jetzt Jugendliche, die nicht schon in irgendwelchen Verteilern von irgendwelchen Filmcinemathegen oder sowas sind. Und auch da werden wir wieder, weil auch da unser Partnernetzwerk elementar wichtig ist, die haben den direkten Kontakt auch zu Schulen oder zu sozialen Brennpunktinstitutionen und können uns da helfen, uns breiter aufzustellen. Und dazu kommt, dass wir, Herr Knoll hat es erwähnt, wir sind dabei und haben unser Team auch schon erheblich vergrößert. Es gibt einen Nachhaltigkeitsbeauftragten, zu dem komme ich auch gleich nochmal, und es gibt auch einen Diversity, jetzt muss ich doch auf Englisch sagen, weil wir mit englischen Begriffen bei uns umgehen, einen Diversity and Inclusion Officer, jemand, der also genau mit uns zusammen diese Frage versucht zu beantworten, wie erreichen wir in Europa in möglichst vielen Brennpunkten eben auch Kreise anzusprechen, die nicht zu den üblichen Verdächtigen gehören würden und die damit dann auch verhindern, dass es nur eine neue Blase wird, die wir da schaffen. Ja. Vielleicht kurz ergänzend, haben wir gerade gezeigt, am Wochenende auch das Thema in einer Konferenz mit Jugendlichen. Das Thema war auch Repräsentation, also Representation, wo sie sich untereinander auch darüber unterhalten haben, was eigentlich die Probleme sind, die sie selber wahrnehmen und wie man das ändern kann. Also auch da an der Stelle arbeiten wir eigentlich ganz stark mit den Jugendlichen selber zusammen und sorgen auch dafür, dass die sich teilweise auch damit beschäftigen, dass die Filmclubs, die wir gründen wollen, divers sind, nicht nur in Großstädten sind, nicht nur an manchen Schulen sozusagen nur beworben werden und wir da auch wirklich in anderen Kiezen rein wollen und andere Jugendliche, die bisher wenig erreicht wurden, nicht nur von uns, aber von der gesamten Filmindustrie, würde ich mal sagen, dass wir da in den nächsten Jahren deutlich auch die Gruppe auch erreichen, auf jeden Fall. Das ist sehr stark, würde ich fast sagen, mit dem DNA von dem European Film Club Projekt eigentlich verbunden und zieht sich, wie Jürgen Biesinger gerade schon gesagt hat, eigentlich unsere ganze Arbeit zusammen. Ich weiß nicht, Frau Vorsitzende, wie viel Zeit wir noch haben, aber es gibt noch ein paar Fragen. Ich habe hier nur noch eine kleine Wortmeldung. Wir haben nicht mehr viel Zeit, weil Herr Dr. Fischer hat auch noch eine Stellungnahme. Dann würde ich ganz kurz fassen, wenn das gerne okay ist. Ja?
trotzdem noch auf die Fragen natürlich eingehen. Frau Wolf, Sie haben gerade noch mal kurz angemerkt, dass wir natürlich nicht nur auf die Jugendlichen, die Teenagers uns fokussieren wollen, aber es uns auch sehr wichtig ist, mit den darüber hinaus die 20-Plus-Gruppe zu beschäftigen. Momentan sind wir eigentlich hauptsächlich auch in Kontakt erstmal mit den Filmakademien, Filmschulen, Filmunis Europas aktiv, natürlich hier in Berlin, nicht zuletzt auch mit den Kolleginnen von der DFB. Wir wollen natürlich weit darüber hinaus auch ein junges Publikum erreichen und entwickeln eigentlich da gerade, das ist noch nicht so wirklich spruchreif, aber entwickeln da auch gerade, um diese Gruppe, die nach dem Filmclub sozusagen eigentlich nicht mehr bei uns drin wäre, auch in den kommenden Jahren weiter anzusprechen und auch mit einzubinden und für den europäischen Film zu interessieren. Zwei Punkte wurden noch erwähnt. Eine, was sind die Herausforderungen für die Filmlandschaft von Herrn Goyni? Und wie organisieren wir eigentlich unsere Vernetzung in Europa? Ganz klar zusammengefasst fokussieren sich eigentlich die Probleme auf, gehen die Leute wieder ins Kino, weil das ist bisher deutlich weniger als vor der Pandemie. Und was heißt das eigentlich und wie können wir das vielleicht ändern? Ich glaube, unser Monat des europäischen Films wird auf jeden Fall auch ein Anreiz sein für Kinos in Europa, da mitzumachen und auch Events zu kreieren, die einfach attraktiver sein für ein Publikum als ein einziger Film, wo man hingeht, aber das Gefühl zu haben, dass es eine Art von europäisches Filmfestival gibt im November. Und eine andere Sache, die aber direkt damit verbunden ist, ist natürlich, dass die Streaming-Plattformen gerade wahnsinnig an Macht und Sichtbarkeit gewonnen haben. Und das ist ja nicht neu. Die Pandemie hat dann natürlich nur dazu beigetragen, dass ein Publikum sich auch da mehr vielleicht auch schneller erstmal guckt, was es da gibt, bevor man dann außer Haus sich was anderes sucht. Wir sehen das nicht als große, sage ich jetzt mal, nur Gefahr, wir sehen darin auch Chancen. Wir arbeiten und sprechen auch mit Streaming-Plattformen wie Netflix, die ja sich gerade auch versuchen, in Europa wahnsinnig aufzubauen, aber auch mit HBO und mit Mubi, was eine Plattform ist, die sich sehr, sehr um den europäischen Arthouse-Film auch kümmert und mit denen arbeiten wir auch zusammen. Sie sind auch bereit, mehr europäische Filme in dem Monat des europäischen Films zum Beispiel zu zeigen und da dann mit uns gemeinsam vielleicht auch zu überlegen, ob wir da mehr machen können. Wir sind da an manchen Stellen vorsichtig, scheuen aber die Gespräche da erstmal nicht und ermutigen auch unsere Partner da nicht nur, sage ich jetzt mal, eine Wand aufzubauen, aber vor allem auch zu gucken, wie man da vielleicht gemeinsam vorankommt. Letzter Punkt von Herrn Förster. Zum Thema Filmerbe und osteuropäisches, aber auch ostdeutsches, Ostberliner Filmerbe, ist uns sehr bewusst. DEFA haben Sie schon erwähnt. Wir haben ja vorher auch zwei Orte erwähnt, also Studio Babelsberg, was ich jetzt nicht unbedingt als ostdeutsches Filmerbe einstufen möchte, aber was ja trotzdem auch mit dem Delphi-Kino in Weißensee auf jeden Fall auch dazu gehört, wo wir da Aktivitäten entwickeln wollen. Und zu der Frage, wie vernetzen wir eigentlich unsere Mitglieder? Dadurch, dass wir Events auch an diesen Standorten, diesen historischen Standorten pro Land organisieren wollen und natürlich sehr viel digital da auch in den kommenden Jahren entwickeln wollen. Eine Sache ist mir eingefallen, die habe ich noch gar nicht erwähnt, ist vielleicht trotzdem aber gut, weil das in den nächsten Jahren auch eine Rolle bei uns spielen wird. Wir haben unsere Büros seit vielen Jahren an Kurfürstendamm, wissen aber, dass wir da in 2 bis 3 Jahren raus müssen und wissen auch, dass das ein anderes zusätzliches großes Thema bei uns wird und auch eine Herausforderung wird, wo wir natürlich versuchen wollen, also in der Stadt Berlin an einer zentralen Stelle zu sein und da auch unsere Arbeit fortsetzen zu können, vor allem auch, wenn es darum geht, dass es vielleicht auch Vorteile hat, vom Kuhdamm wegzugehen, weil wir ja gerne in den Kiezen mehr rein wollen und das Publikum natürlich am Kuhdamm zwar interessant ist, aber auch ein bestimmtes Publikum. Also da würden wir uns auch nicht, wir fänden es nicht schlimm, mal in einen anderen Bezirk zu ziehen, sage ich jetzt mal. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir Ihre Fragen erstmal weitestgehend beantwortet haben und ich nochmal vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit und Ihre Fragen heute. Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung. Herr Biesinger, Sie wollten noch ergänzen? Nur Danke sagen. Ich danke auch. Frau Wolf, Sie haben noch eine Nachfrage, weil ganz kurz, ne? Ja, Entschuldigung, nur eine kurze Nachfrage, trotzdem nochmal zur Jugend. Die Frage ist, wie ist der Austausch zwischen Jugend und den ganz Erfahrenen, die schon Awards gewinnen zum Beispiel? Also gibt es eben einen Award für die Jugendlichen? Das war noch meine Frage von vorhin. Ganz schnell. Und wie ist der Etat? Reicht der denn auch für Jugend zum Beispiel aus? Also wir haben den Young Audience Award, der ja hauptsächlich für Teenagers gedacht ist. Es gibt keinen Award, der vergeben wird von Jugendlichen über 20, weil die im Prinzip schon Mitglied bei uns sein können und vollwertiges Mitglied sein können der Akademie. Es sind natürlich nicht so viele, aber es gibt ein Jugendmitgliedschaft bei uns bis 35.
Und wir merken auch, dass diese Gruppe sich eigentlich auch lieber direkt bei der Akademie anschließt und dann mitmacht mit den, sage ich jetzt mal, etablierteren Filmschaffenden. Events und auch zukünftig Events in Zusammenarbeit mit lokalen Festivals zum Beispiel, die ja in vielen Bereichen auch sehr viel Erfahrung haben, um eine, sage ich jetzt mal, eine aufstrebende, eine neue Zielgruppe, eine neue Gruppe von Filmschaffenden zusammenzubringen. Also die Berlinale hatte ein hervorragendes Programm Berlinale Talents, was ich selber früher auch mal mitgeleitet habe. Mit solchen Programmen wollen wir eigentlich gerne auch zusammenarbeiten, um diese Zielgruppen zusammenzubringen. Und da wollen wir das Rad nicht neu erfinden und auch nicht Geld zweimal ausgeben, aber eigentlich lieber andocken an Events, die es schon gibt. Und dann auch versuchen natürlich da nicht nur Filmschaffende, aber auch andere junge Menschen in Berlin und in anderen Teilen Europas damit anzuziehen. Aber wie gesagt, das ist gerade noch so in Entwicklung und noch nicht so weit, dass wir da gerade sehr konkrete Beispiele geben können. Super, vielen Dank, Herr Knohl. Herr Dr. Fischer, Sie sind rechtzeitig wieder zurück aus dem Ältestenrat, der Gläser auch. Dann haben Sie jetzt das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, wenn man dazu berichten soll, was man nicht gehört hat. Nichtsdestotrotz ist Herr Knohl, Herr Biesinger und Herr Pilz ja auch in stetem Austausch mit der Senatskanzlei. Ich glaube, wir haben uns jetzt zum dritten Mal getroffen letzte Woche und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit in diesem Bereich. Deswegen wird es Sie ja auch nicht wundern, dass wir eine Förderung der EFA für den Haushalt 2023 vorgeschlagen haben, nachdem die strukturierte Förderung über die Lotto-Stiftung ausgelaufen ist. Und ich kann das auch nur unterstützen. Ich glaube, die European Film Academy tut Berlin gut und Berlin tut der European Film Academy gut und hat ja eine Berliner Geschichte. Und insofern glaube ich, dass das auch der richtige Schritt ist. Ich will noch mal sagen, vielleicht zwei, drei Punkte. Zum Ersten unterstütze ich natürlich sehr und finde, das ist genau der richtige Weg, auch der Monat des europäischen Films. Ich denke, in diesen Zeiten, wo wir wieder Krieg in Europa haben, ist es das richtige Signal, auch sozusagen gemeinsame europäische Kulturwerte auch nach außen zu tragen. Deswegen ist das ein sehr gutes Vorhaben und ich finde, es ist super, dass das auch mit den Berliner Kinos zusammenläuft. Das ist eine richtig gute Tat, um sozusagen auch Grassroots in Berlin anzukommen und nach außen hin eine gute Wirkung für die EFA und das Land zu haben. Insofern unterstütze ich das sehr. Gleiches gilt natürlich für den etablierten Europäischen Filmpreis. Auch die Tatsache, dass wir hier europäische Filmmacher nach Berlin locken, ist eine gute Sache im Zweijahresrhythmus. Und deswegen kann ich auch das nur weiter unterstützen und deswegen die EFA sozusagen als Institution weiterempfehlen. Und schließlich ist es natürlich so, dass die Nachwuchsarbeit, die dort geleistet wird, auch für den Bereich Fachkräfte in Berlin einen positiven Impact hat. Das ist eine gute Sache, nicht nur für die europäische Kultur, sondern ich glaube auch für die Zusammenarbeit und die Möglichkeiten junger Menschen, sich im Filmgeschäft weiterzuentwickeln, ist die EFA eine gute Adresse. Und ich glaube, wir können stolz sein, dass wir sie in Berlin haben. Und umgekehrt freuen wir uns auch, wenn das weiterhin so bleibt. Vielen Dank. So, dann werden wir am Ende der Beratung zu dem Besprechungspunkt und würden den Tagesordnungspunkt vertagen, bis das Wortprotokoll vorliegt und wir dann in die Auswertung gehen können. Ich sehe keine Widerreden, so machen wir das. Vielen Dank an die Anzuhörenden, schön, dass Sie da waren bei dem heißen Wetter, in dem heißen Raum hier. Und vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Und vielleicht sehen wir uns ja in Reykjavik wieder mit dem einen oder anderen oder aber auch in Berlin natürlich. Schönen Tag noch und wir gehen jetzt in die Pause. 15 Minuten, 11:15 geht es weiter. Wir müssen alle den Raum verlassen. Die nächsten Anzuhörenden sind auch schon da. Danach geht es weiter mit der DFFB. Bis gleich. Dann begrüße ich Sie recht herzlich zum zweiten Teil der Sitzung und würde direkt mit Punkt 4 der Tagesordnung weitermachen.
Und zwar der Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses, Situation und Perspektiven für die Deutsche Film- und Fernsehakademie, DFFB, auf Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der Fraktion der CDU, der Fraktion Die Linke und der Fraktion der FDP. Als Anzuhörende begrüße ich ganz herzlich Frau Catherine N. Berger, kaufmännische Direktorin der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, und Frau Marie Wilke, künstlerische Direktorin der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. Herzlich willkommen. Ich stelle fest, dass auch Sie mit den Live-Übertragungen und den Bild- und Tonaufnahmen der Presse einverstanden sind. Vielen Dank. Ich gehe davon aus, dass auch ein Wortprotokoll gewünscht ist. Ich sehe Nicken. Frau Berger, Ihr Mikro ist an. Gleich können Sie es anmachen. Dankeschön. Und dann noch eine Begründung des Besprechungsbedarfs der antragstellenden Fraktionen. Wer möchte hier begründen? Begründung des Besprechungsbedarfs, ist Begründung gewünscht? Sieht nicht Melanie? Ich habe mich schon auf die Anhörung vorbereitet und dabei sozusagen den Einsatz verpasst. Das ist ganz schlecht, vor allen Dingen, wenn es um Film geht und um Medien geht. Da muss man den Einsatz immer berücksichtigen. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Ausschuss für Engagement, Bundesangelegenheiten und Medien. Wir haben uns sozusagen auf die Tagesordnung geschrieben, die Deutsche Film- und Fernsehakademie anzuhören, weil es natürlich, ich sag mal, mit dem Standort vor Ort, aber auch den Auswirkungen der Pandemie, also was konnte sozusagen in den Jahren 2020, 2021 nicht so realisiert werden, wie Sie sich das vielleicht auch gewünscht hätten, auseinandersetzen wollen und uns natürlich ja, die DFFB sehr am Herzen liegt als ein Leuchtturm für Filmschaffende, Medienschaffende und vor allen Dingen natürlich, ich sag mal, alles, was in puncto Ausbildung wichtig ist. Wir wissen, dass die ganze Filmbranche ständig ja, Fachkräftebedarfe hat. Also von daher ist Ihre Arbeit da ganz, ganz wichtig. Und deshalb haben wir eben heute für uns festgelegt, dass wir uns mit der Entwicklung und auch der Zukunft der DFFB in Berlin beschäftigen wollen und freuen uns auf Ihren Bericht. Dankeschön. Vielen Dank. So, dann können Sie jetzt auch das Mikro anmachen, Frau Berger, wenn Sie die Erste sind, die berichten. Und wir haben eine knappe Stunde Zeit, also nehmen Sie sich die Zeit für die Einführung. Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. In gewohnter Manier werden Frau Wilke und ich uns wie im eingeübten Duo Ping-Pong-mäßig die Bälle hin und her schieben. Du kannst dein Mikro auch anmachen. Ich freue mich sehr, dass wir hier die Einladung bekommen haben zu sprechen, sehr geehrte Vorsitzende, liebe Abgeordnete. Es ist sehr schön, dass wir einige Gesichter jetzt etwas besser und näher kennenlernen durften in den letzten Monaten. Als wir das erste Mal hier waren, im Ende August, da war das noch alles sehr frisch. Es ist schön zu sehen, dass unser Kontakt sehr gut ist und dass wir uns hier auch mit einigen von Ihnen auch näher schon auseinandersetzen konnten an der am Potsdamer Platz, im Sony Center bei uns, aber auch zu anderen Anlässen. Wir haben eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich klicke da durch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt da projiziert wird oder bei Ihnen auf dem... letztes Mal war das auch, Sie hatten selber noch mal vorliegen, aber wir projizieren es auch noch mal. Dann können Sie entweder uns zuhören oder auf Ihren Laptop schauen oder wie Sie möchten. Genau, dann vielleicht ganz kurz zum Überblick, was wir Ihnen gerne vorstellen wollen. Wir wollen ganz kurz auf Aktuelles eingehen, was gerade an der DFFB geschieht und was gerade wichtig ist, Sie da ein bisschen mitnehmen in die DFFB. Dann zu unseren Perspektiven kommen, was eben ab wir sozusagen im Zeitraum 22 bis 25 als für die DFFB ganz entscheidende Entwicklungen ansehen und dann auch nochmal auf das ganz wichtige Thema für uns Umzug zu sprechen kommen. Vielleicht zum Aktuellen. Wir haben im Mai ein Cannes-Filmfestival erlebt, eines
wo viele Menschen wieder zusammengekommen sind. Man hat gemerkt, es bricht wieder eine Euphorie aus. Es ist ein langes Sehnen gewesen. Es geht nichts über den persönlichen Austausch in der Kommunikation. Und man muss sagen, überall, wo wir waren und die DFFB, diese vier Buchstaben erwähnt haben, sind die Türen aufgegangen. Es sind magische Buchstaben, die in der ganzen Welt ausstrahlen, kann man sagen. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir neue Partnerschaften eingehen werden mit anderen europäischen Filmschulen, wo auch gerade personelle Wechsel stattgefunden haben. Vieles ist jetzt in weiblicher Hand. Vieles ist in einer Hand, das auch aus der Industrie kommt, was interessant ist, das ist aus der Filmindustrie, weil es nochmal Perspektiven aufwirft auf die Frage, was bilden wir hier aus, wie bilden wir aus und wohin geht die Reise auch für Studierende. Ganz wichtig für uns an der DFFB momentan, wir haben jetzt gerade die Aufnahmeprüfungen abgeschlossen für die 5 Studiengänge Regie, Produktion, Kamerabildgestaltung und Montage, Bild und Ton und Drehbuch. Wir hatten insgesamt 466 BewerberInnen und ja, also ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir wirklich wieder ein sehr hohes Niveau bei den BewerberInnen hatten, sowohl was sozusagen ihr Vorwissen als auch das Talent angeht. Es sind sehr internationale BewerberInnen mit sehr diversen Perspektiven. Und ganz außergewöhnlich oder was besonders daran auch noch ist, ist, dass sehr viele BewerberInnen auch wirklich international wollen an die DFFB. Die haben sich gar nicht an anderen Filmschulen beworben, weil sie sagen, dass die DFFB im internationalen Vergleich die Filmschule ist, wo man hin will. Das liegt an der Geschichte, aber eben auch daran, wie viele filmkünstlerische Stimmen aus dieser Schule kommen. Und ich denke, dass das wirklich auch wieder den Jahrgang, den wir jetzt aufgenommen haben, es wurde ja gerade erwähnt, der Bedarf auch an Fachkräften, aber eben auch, dass wir dann ganz großes kreatives Potenzial auch für Berlin wieder aus der ganzen Welt herangezogen haben, was dann auch wieder ausstrahlen wird. Genau, es sind insgesamt 32 Studierende, die wir aufnehmen. Genau, also da sind wir sehr zufrieden. Und vielleicht noch eine Neuigkeit, die ganz frisch ist. Wir freuen uns sehr, dass eine unserer Absolventinnen, Sarah Fazilat, gerade für den Deutschen Filmpreis nominiert worden ist als beste weibliche Hauptrolle. Und ganz große Empfehlung, wer den Film Nico noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Nico. Ja, Sie haben es erwähnt, wir kommen aus anstrengenden 2 Jahren, fürchten etwas den Herbst, aber sind mal jetzt zuversichtlich, dass jetzt erstmal noch Sommer ist. Ein paar Impressionen, also diese Pandemiezeit hat natürlich viel abverlangt von den Studierenden, auch im Akademiealltag. Dieses Online-Leben hat Spuren hinterlassen. Es ist uns aber wichtig, dass wir da zuversichtlich wieder rauskommen und auch wieder zurückkommen in die Gegenwart, in das gemeinsame Zusammensein. Genau, und deshalb sind wir auch gerade dabei, die Studierenden wieder ganz aktiv auch in das Akademieleben einzubinden, in die Präsenz, den Stau an Filmproduktionen abzubauen. Und aktuell werden eben auch Seminare und eben Ausbildungsproduktionen wieder in Präsenz gedreht. Und wir finden auch, dass wir da gerade wirklich ganz viel Enthusiasmus erleben bei den Studierenden nach der Pandemie. Genau, und vielleicht noch mal kurz, dass wir wirklich jetzt auch, was die neuen Studierenden angeht, noch mal einmal wollten wir Ihnen unsere Vision nahebringen, dass wirklich die DFFB eine Akademie ist, an der sowohl eine zeitgemäße Ausbildung, also mit zukunftsweisenden fachlichen Kompetenzen stattfindet, aber eben auch eine künstlerische Exzellenz vorhanden ist und dass beides für uns Hand in Hand gehen muss. Wir kommen zu den Perspektiven 2022 bis 2025. Sie werden sich fragen, warum 25? Wir beschließen doch jetzt erst den Haushalt 2022-23. Für uns ist halt 25 eine Marke, die wir gerne setzen würden, weil in 25 sind wir umgezogen. Und das erlaubt uns, und ich bitte Sie, uns das, dass wir also den Bogen in diese Jahre hinein, in dieses Jahr hineinspannen, weil das uns auch motiviert, dass wir da in der DFFB bis dahin gewisse Dinge vorwärts getrieben haben und auf den Weg gebracht haben, die wir dann sozusagen zum Umzug erreichen wollen. Diese Punkte sind einerseits Transformation, das sind wir haben 3 strategische Schwerpunkte gesetzt, das ist zum einen die Transformation, zum anderen die Digitalisierung, ein Wort, das Sie wahrscheinlich jetzt häufig hören, und selbstverständlich auch den Umzug.
Wir können diese drei Felder dank dem Mittelaufwuchs angehen und wir sind Ihnen schon an dieser Stelle sehr, sehr, sehr verbunden und bedanken uns ganz herzlich für Ihr Vertrauen in uns und diesen Zuspruch, den wir bekommen haben, weil es wird uns möglich machen, diese Schritte, diese sehr wichtigen strategischen Schwerpunkte zu setzen, damit die DFFB auch als Organisation weiter sich entwickeln kann. Genau, ein ganz wichtiges Ziel ist, dass die DFFB ein attraktiver Arbeitgeber des Landes Berlin bleibt und wir durch faire Anstellungsbedingungen auch qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Bereich Film und Medien anziehen können. Also Sie wissen, der Fachkräftemangel herrscht und gerade auch im Bereich Film und Fernsehen ist er sehr stark vorhanden. Wir müssen sozusagen durch profilgerechte Löhne eben auch eine Konkurrenzfähigkeit herstellen, um qualifizierte Mitarbeitende zu finden. Unsere Ziele als Arbeitgeberin sind jetzt in nächster Zeit eben die Vorbereitung der Umsetzung des neuen Wirtschaftsplans, eine Vorbereitung von Stellenausschreibungen, die gemäß des neuen Stellenplans und des Mittelaufwuchs möglich ist. Ganz wichtig auch für uns eine längst überfällige oder eine sehr wichtige Antidiskriminierungs- und Beschwerdestelle für Studierende einzurichten. Und wir prüfen auch momentan die fachgerechte Honorare für unsere freien Dozierenden, dass wir auch in diesem Feld konkurrenzfähig bleiben können. Ein weiteres Ziel, das damit einhergeht, ist natürlich, dass wir Strukturen und Prozesse bauen wollen für eine, wir haben es jetzt mal genannt, smarte Lehre und agile Organisation. Was heißt das konkret? Also die Digitalisierung, das ist ja das eine, die Instrumente, aber die digitale Transformation als Ganzes wird die Organisation noch mal weiter voranbringen. Es steigert auch die Kompetenzen, es steigert die Arbeitsmethodik, es wird auch zu einer verlässlichen Planbarkeit und Nachvollziehbarkeit führen und auch zu mehr Transparenz. Das sind so Stichworte, die wir damit verknüpfen. Im Konkreten geht es darum, dass wir Lösungen suchen für ein Curriculums- und Projektmanagement. Das ist damit verknüpft auch den Technikverleih. Wie Sie wissen, sind wir einerseits Lehre und andererseits stellen wir ja Filme her. Und diese zwei Säulen müssen auch digitalisiert werden und mit digitalen Instrumenten unterfüttert werden. Es gibt auch einen großen Bedarf an Reform der Verwaltung. Es wird auch ein Stichwort sein, das Sie sicher schon mehrfach gehört haben. Da sind wir auch beherzt dran, dass wir dann mit dem Mittelaufwuchs diese Projekte angehen können für die nächsten Jahre, um da auch eine solide, ein gutes Management hinzubekommen. Vielleicht dazu abschließend gesagt, ist es eben unser großes Ziel und Bestreben, dass die DFFB in enger Abstimmung auch mit der Senatskanzlei und auch mit den übergeordneten Zielen der Senatspolitik wirklich zum Film- und Medienstandort Berlin beiträgt und dadurch und auch internationale und europäische Partnerschaften anzieht. Das bringt uns jetzt eigentlich nahtlos zum Thema Umzug. Es ist nichts weniger als ein neues Zuhause für uns. Und ich wollte einfach an der Stelle vielleicht einmal ganz kurz nochmal zusammenfassen, wo sind wir gestanden, als wir angetreten sind. Wir wussten, der Mietvertrag endet Februar 2025 im Sony Center. Wir wussten, es gibt die Option Tempelhof und die Berliner Immobilienmanagement ist beauftragt worden, uns zu unterstützen bei dem Prozess der Prüfung. Wir hatten hier eine Prüfung des bestehenden Vertrages. Die Verlängerung haben wir in Zusammenarbeit mit der Berliner Immobilienmanagement und der Senatskanzlei verworfen. Das ganze Sony Center wird komplett renoviert. Es braucht sowieso eine alternative Interimsunterbringung, weil zum Beispiel die Sprinkleranlage erneuert werden muss. Also dieses Thema Sony Center ist für uns abgeschlossen. Option Tempelhof besteht natürlich nach wie vor. Aber wir haben gemerkt, das ist nicht realistisch, dass es in 2025 bezugsbereit für uns ist. Also da droht uns jetzt einfach, wir brauchen jetzt sozusagen zwingend eine Anschlussunterbringung. Insofern war es wichtig, da einmal eine Marktrecherche zu machen nach alternativen Interimsunterbringungen. Wir haben eine eingehende Prüfung gemacht, alternative Standorte mit Präsentationen und Besichtigungen und haben uns in dem Zusammenhang auch überlegt, was ist denn für uns wichtig? Genau, deswegen möchte ich kurz hier an der Stelle auf die Kriterien eingehen, die wichtig waren bei der Suche nach einem Standort. Und zwar ging es darum, Altbau oder Neubau, da kann man sagen, dass was das Gebäude betrifft,
ein Neubau viel mehr Gestaltungspotenzial bietet, sodass man auch wirklich an die spezifischen Anforderungen, die eine Filmschule nun mal hat, auch wirklich rankommt. Denn zum Beispiel haben wir solche Spezifika wie, dass wir eine Deckenhöhe von 8 Metern lichter Raumhöhe benötigen für Studios und auch andere Räumlichkeiten. Wir brauchen eine Schallisolation für Tonmischstudios und Schnitträume und außerdem eine Situation, wo man Technik anliefern, abholen kann. Also es gibt doch, wir brauchen Parkplätze, also es gibt doch einige Spezifika, die einfach nötig sind und wo man sonst wieder nur einen faulen Kompromiss eingehen würde, wenn die nicht gegeben sind. Dann haben wir auch einen Flächenmehrbedarf. Wir sind gewachsen, es sind 2 neue Studiengänge integriert worden. Die Situation im Sony Center entspricht nicht mehr der Situation, wie die DFFB momentan aufgestellt ist. Es müssen auch Arbeitsschutzmaßnahmen eingehalten werden, zum Beispiel bei der Technikausgabe. Auch Drittmittelprogramme müssen untergebracht werden. Wir haben also einen deutlichen Flächenmehrbedarf. Wichtig ist auch noch, dass wir eine Erreichbarkeit brauchen, weil wir sozusagen ja ein Magnet sein wollen, ein Anziehungspunkt, der auch junges Publikum anzieht, Studierende, also auch, dass wir da konkurrenzfähig bleiben und eben, weil wir die DFFB auch in den Stadtraum integrieren wollen. Das waren unsere Kriterien. Zusätzlich haben wir auch festgehalten, wir wollten uns anschauen, wie ist denn das urbane Umfeld. Es ist klar, dass der Potsdamer Platz für Studierende etwas steril wirkt. Es ist auch nicht besonders nah für andere Gäste, die man einladen möchte, für Kino, für Nachbarschaft. Der Grün, der Standortfaktor war uns wichtig, auch in Bezug auf Stadtentwicklung. Der Standort war auch wichtig in Bezug auf Entwicklung, Startups. Was ist denn da in der Umgebung? Konditionen sind uns natürlich selbstverständlich wichtig gewesen. 10 Jahre plus Optionen. Bezugsbereitschaft ab Ende 24. Auch das ist ein ganz wichtiges Kriterium gewesen und nicht zuletzt, aber natürlich auch Kosten und eine Frage der Nachhaltigkeit. Dies alles hat uns am Ende dazu gebracht, dass wir die Berlin Dex als das Projekt ausgewählt haben, zusammen mit der Senatskanzlei und der Berliner Immobilienmanagement, das den Anforderungskatalog am optimalsten erfüllt. Es ist ein ehemaliges ThyssenKrupp-Gelände, das jetzt überbaut wird und auch ein Stück weit der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden wird. Der Bewirtschafter ist die BEOS AG, die wurde 1997 gegründet. Die ist inzwischen spezialisiert genau auf solche gemischt genutzte Unternehmensimmobilien. Sie ist stark wertebasiert, was uns sehr entspricht und auch auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die Berlin Dex, Sie sehen es hier, wird 5 Gebäude bauen. Auf diesem ganzen Areal, unser Gebäude, das uns angeboten worden ist und das wir aktuell prüfen, ist das Gebäude ganz links. Es ist am Friedrich-Krause-Ufer, in der Nähe des Sprengelkriezes. Man kann vielleicht auch nochmal dazu sagen, in diesem ganzen Gelände gibt es so eine Art Balustrade, das so ein Campus-Areal-Feeling ergibt, wo man auch die Verbindung zu den anderen Mietern sehr gut herstellen kann. Da wird jetzt im Moment weiter gesucht. Es wird im Bereich Wissenschaft, IT, Startups werden da andere Partner kommen. Das birgt auch ein gewisses Potenzial für die DFFB. Und zusätzlich, Sie sehen es hier schon, ist der BEOS AG auch wichtig, dass hier viel Grünfläche entsteht, auf den Dächern, aber auch zwischendrin in diesen Höfen, wo es auch ein Ort ist, der einlädt zum Aufenthalt. Wie ja jetzt schon angesprochen wurde, der Standort ist eben nahe dem Sprengelkiez und der Perleberger Brücke. Es sind mit dem Fahrrad 13 Minuten bis zum Hauptbahnhof, aber zum Beispiel auch nur 7 Minuten bis zu dem Kulturquartier Silent Green. Also es ist sozusagen auch eine Gegend, die sich sehr verändern wird in den nächsten Jahren, die aber schon die Anbindung in den Kiez hat. Und durch die DFFB würde natürlich da auch nochmal eine kulturelle Belebung zwischen Moabit und Wedding stattfinden. Wichtige Punkte eben, was wir auch schon teilweise erwähnt haben, ist eben diese Erreichbarkeit mit S- und U-Bahn. Man kommt gut mit dem Fahrrad hin und eben auch sehr wichtig an diesem Standort, Anlieferung von Technik, Aus- und Rückgabe ist problemlos, ohne zum Beispiel die Störung von der Nachbarschaft möglich. Und trotzdem sind wir eben wirklich im Zentrum, wo man auch gut hinkommt. Genau. Es ist so, wir hatten ja bereits die Ehre, dieses Projekt Berlin Dex vor den medienpolitischen SprecherInnen, einigen von Ihnen, schon vorzustellen am 11.04.
Außerdem haben ja einige von Ihnen auch den Ort, den Showroom schon besichtigt. Und wir wollten da noch mal ganz klar betonen, dass auch weitere Besichtigungstermine im Showroom von Berlin Dex möglich sind. Und Sie können gerne einfach auf uns zukommen, wenn Sie daran Interesse haben. Da würden wir uns sehr freuen. Die Zusammenarbeit mit der BIM vielleicht noch, das ist die Frau Glei, die uns hier begleitet. Im Auftrag der Berliner Immobilienmanagement ist heute nicht hier, aber wir würden wahrscheinlich sehr gerne zu einem nächsten Zeitpunkt, wo wir ein bisschen mehr auch vielleicht auch ins Detail gehen, Sie dann dazu einladen. Ganz kurz von meiner Seite jetzt hier, wir haben einmal die Mietkonditionen hier festgehalten, dass Sie einfach mal sehen, Vertragslaufzeit 10 Jahre plus Option 2x5. Es ist eine Mietfläche von insgesamt 7.500 Quadratmeter. Unsere Nutzfläche beträgt 4.500. Wir haben einen stolzen Mietpreis, aber man muss gleichzeitig dazu sagen, wir haben andere Orte angeschaut, die eine Stunde entfernt vom Potsdamer Platz sind und den gleichen Mietpreis haben. Es ist leider eine Situation in Berlin, die da, wo einfach einiges passiert ist auf dem Immobiliensektor und der sozusagen nicht mehr vergleichbar ist mit was das Sony Center vor 22 Jahren mal war. Insgesamt gehen wir vor einem Betrag von rund 45 Millionen aus. Wir sind aktuell, haben folgende Meilensteine aktuell erreicht. Wir haben eine Haushaltsanmeldung gemacht im Hauptausschuss. Der Antrag ist genehmigt worden mit Vorbehalt Finanzierungsnachweis. Aber wir sind sehr dankbar für die Verpflichtungsermächtigung. Das wurde am 18.05. uns erteilt. Wir haben auch eine Bedarfsanmeldung bei Senatsverwaltung Finanzen eingereicht mit Flächenbilanz, Bedarfsprofil, Prüfbericht. Auch dieser Bericht ist freigegeben worden am 13. Juni, also vor kurzem. Und das sind für uns schon ganz, ganz große Meilensteine, die wir auch mit Ihnen gemeinsam erreicht haben. Dafür ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Was steht für uns an? Wir erstellen jetzt eine Anmietungsvorlage. Gemeinsam mit der BIM, da wird es eine Bau- und Ausstattungsbeschreibung geben, nutzerspezifische Ausbauten. Wir müssen auch noch bestimmte Räume, raumspezifische bauliche Anforderungen prüfen. Da sind wir auch dran. Die werden selbstverständlich auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung machen. Und unser Ziel ist, dass wir eine Hauptausschussvorlage einreichen nach der Sommerpause im Quartal 3. Es ist ein stolzes Roadmap, was wir hier haben, angehen mit Ihnen, aber wir sind schon so weit gekommen. Sie sehen, vieles ist schon grün bei den Meilensteinen. In der Ferne wirkt Ende 2024 dieses rote Berlin-Dex-Bezug. Wir würden uns unglaublich freuen, wenn wir diese weiteren Schritte mit Ihnen gehen könnten. Es ist nach wie vor für uns ein unglaubliches schönes Unterfangen. Wir merken auch bei den Studierenden, auch bei den Dozierenden und den Mitarbeitenden, dass so eine Aussicht auf so einen neuen Standort doch ein großer Motivationstreiber ist. Und gerade auch, wenn man aus der Pandemie kommt, dass wir da nochmal gemeinsam eine Vision gemeinsam entwickeln können. Ja, und ich hatte ja eingangs auch erwähnt, was für ein außerordentliches Image die DFFB immer noch auch wirklich weltweit genießt. Und das wollen wir eben auch mit diesem Standort noch sozusagen zum Erblühen bringen, dass es wirklich ein Ort wird, ein Leuchtturm, wo wir Talente auch sammeln und bündeln an einer Adresse. Es ist ein Standort, den wir wollen, mitten in Berlin. Wir wollen eine europäische Filmschule mit internationaler Reichweite und Ausstrahlung, mit einer starken regionalen Verankerung. Darauf freuen wir uns sehr. Und außerdem soll es auch ein Ort sein, wo wir Synergien entstehen lassen, also gemeinsame Nutzung auch vielleicht von Flächen, von dem Kino, wo Leute zusammenkommen, wo auch noch andere Nutzungen möglich sind. Ich möchte Sie ungern unterbrechen. Wir sind fertig. Ganz herzlichen Dank. Tut mir leid. Damit wir dann auch in den Austausch kommen, brauchen wir ein bisschen Zeit. Dann herzlichen Dank und ich gebe das... Die Mikros müssten Sie beide einmal ausschalten, bitte. Dankeschön. Dann hat der Senat die Möglichkeit zur Stellungnahme. Herr Dr. Fischer. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Die DFFB in Vertretung von Frau Berger und Frau Wilke haben ja, wie ich finde, sehr gut dargestellt, was für ein Juwel wir da in Berlin haben. Ich denke, die DFFB ist ein Aushängeschild für die Ausbildung im Film- und Fernsehbereich. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes
ja, eine ganz großartige Tatsache für den Standort Berlin, den wir ja häufig mit Festival und Unternehmen zusammenbringen. Und in dem Fall ist es aber auch der andere Bereich der Ausbildung, der Nachwuchsförderung, der Fachkräftegewinnung, die durch die DFFB erfolgt. Und deswegen haben wir als Senat ja auch entsprechende Haushaltsanmeldungen vorgeschlagen, um eben diesen Standort für die DFFB und die DFFB selbst sozusagen in ihrem Weiterentwicklungsprozess auch finanziell zu stärken. Das betrifft zum einen die technische Ausstattung, da haben wir ja über Sivana entsprechende Mittel vorgesehen, aber auch die Haushaltsanmeldung als solche, die ja dann am Ende beinhaltet, sozusagen die Ausstattung selbst voranzubringen, aber auch beim Personal im Bereich Tarifanpassungen noch weitere Verbesserungen vorzunehmen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass diejenigen, die beim Land Berlin oder indirekt über das Land Berlin beschäftigt sind, auch entsprechend entlohnt werden. Das große Projekt, das uns jetzt bevorsteht und mit dem wir Sie ja auch in den vergangenen Monaten immer wieder behelligt haben, ist das Thema Umzug. Sie haben ja jetzt auch noch mal sehr deutlich dargestellt worden, wie sozusagen die Sachzwänge sind rund um den auslaufenden Mietvertrag und gleichzeitig die Perspektive einer gewissen Vorbereitung und Sicherheit, die es zu geben gilt. Ich glaube, es ist für uns als Land schon wichtig, dass wir der DFFB selbst eine gewisse, naja, Voraussicht sozusagen auf das, was kommt, geben und eine gewisse Sicherheit in der Planung. Und wenn man mit den Studierenden und angestellten Mitarbeitern von Frau Berger und Frau Wilke spricht, dann merkt man schon auch, dass bei dieser Planung natürlich ein bisschen das Herz aufgeht und man sich freut, dass es hier jetzt aller Voraussicht nach vorangeht und dass man auf ein Ziel hinarbeiten kann. Und das gibt natürlich Impulse in die Akademie selbst und ich kann das als Kuratoriumsvorsitzender ja auch sagen, da gibt es zumindest einhellige Unterstützung dafür, das so schnell und so bald wie möglich in einen sicheren Hafen zu bringen, um eben dort auch einen Standort entwickeln zu können, der in Zukunft für Film und Fernsehen in Berlin eine Perspektive bietet und ein Anlaufpunkt ist, unter Umständen auch noch für andere Beteiligte. Und ich glaube, das sollten wir bei der ganzen Planung auch ein bisschen berücksichtigen. Und was sozusagen die langfristige Zukunftsperspektive angeht, ist es ja nun so, dass wir anpeilen, jetzt einen Mietvertrag über 10 Jahre zu schließen, mit der Option einseitig für uns als Land auf weitere Verlängerung. Und das bedeutet, dass man natürlich trotzdem noch auch mit anderen Standorten irgendwann planen kann, aber dass man jetzt zumindest erstmal eine gewisse Sicherheit und eine Planbarkeit für einen bestimmten Zeitraum hat. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, damit das nicht am Ende dann nicht zerfasert in der Diskussion und eine Unsicherheit in die Akademie bringt. Dabei will ich es belassen und bedanke mich erstmal. Vielen Dank. Dann habe ich schon zahlreiche Wortmeldungen und der erste ist Dr. King. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank, Frau Berger und Frau Wilke. Ich gehöre jetzt leider zu denen, die den Besichtigungstermin nicht wahrnehmen konnten, aber ich freue mich, dass Sie mir ja vorhin auch schon angeboten haben, dass wir das nachholen. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben jetzt gehört, dass wir da ein Juwel haben, ein Leuchtturm und eine neue Heimat. Und da habe ich mich jetzt spontan gefragt, also bei dieser großen Zufriedenheit, welche Rolle spielt denn die Perspektive Tempelhofer Flughafen dann überhaupt noch? Also, weil wir hatten ja auch als medienpolitischer Sprecher, ist noch gar nicht so lange her, eine Präsentation bei der Tempelhof Projekt GmbH, die planen ja auch und so. Also jetzt, wenn ich Sie so höre, dann hört sich das für mich gar nicht mehr so unbedingt nach einer Zwischenlösung, Notlösung ein, sondern eigentlich nach dem, was Sie schon immer gesucht haben, so ungefähr. Also wie wird denn jetzt die Perspektive Tempelhofer Flughafen da noch weiterverfolgt? Weil 10 Jahre sind ja dann doch auch irgendwie schnell vorbei letzten Endes. Also spielt es überhaupt noch eine Rolle? Und wie gehen Sie daran? Das ist das eine, was mich interessieren würde. Dann wollte ich noch fragen, das weiß ich nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Sie haben gesagt 45 Millionen Euro, das ist also die Miete für 10 Jahre. Habe ich das richtig verstanden? Aber gibt es darüber hinaus auch Kosten, die anfallen jetzt für Umrüstungen, also für die spezifischen Anforderungen, die jetzt so eine Filmhochschule hat in so einem Gebäude? Also Sie haben ja von Anliefermöglichkeiten und so weiter gesprochen und anderen technischen Voraussetzungen. Also wie schlägt das vielleicht noch zu Buche? Und die dritte Frage, die ich habe,
am Anfang haben Sie gesagt, Sie hätten jetzt 460 Bewerber und 32 Studierende, die Sie aufgenommen haben. Ob Sie das mal verteilen können auf die unterschiedlichen Sparten, das würde mich interessieren. Und auch, weil wir ja von Fachkräftemangel sprechen, also ob es auch Perspektiven gibt, die Zahl zu erhöhen. Zumal jetzt vielleicht auch an einem größeren Ort in Zukunft. Ich weiß, ich kenne ja den alten Standort. Und also das will ich nur gleich mal dazu sagen. Ich finde es sehr gut, dass Sie den jetzt verlassen und sich verbessern können. Aber gibt es da auch die Möglichkeit, auch zukünftig mehr Leute auszubilden? Also ich weiß, auch eine Geldfrage. Kommt dann zurück zu uns, aber haben Sie solche Überlegungen? Das wäre vielleicht mal interessant. Danke. Vielen Dank. Dann hat Herr Otto das Wort. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Hochinteressant. Ich habe besonders aufgemerkt, als Sie das neue Gebäude, wo Sie gerne hinwollen, da präsentiert haben. Ich habe, weil ich unter anderem den Bauausschuss hier leite, Sie haben auch gesagt, das sei besonders nachhaltig. Das ist mir immer unheimlich, wenn die Investoren das sagen, das sagt jeder. Und ich wollte von Ihnen noch mal wissen, gibt es da schon eine Baugenehmigung oder in welchem Schritt ist das? Ich konnte leider, weil es so klein geschrieben war, Ihren Strahl da nicht erkennen da vorne. Also gibt es da schon eine Baugenehmigung oder sind wir noch davor? Kann man da noch eingreifen? Und an den Senat die Frage, wir haben ja die Regularien für die umweltfreundliche Beschaffung von Gebäuden. Da steht drin, dass man zum Beispiel in der Regel was in Holz bauen soll, dass man bei Baustoffen auf Dinge achten soll. Kommt das auch hier zur Anwendung? Vielen Dank. Herzlichen Dank. Frau Kühnemann-Grunow. Ich gehe mal schwer davon aus, dass es eine Baugenehmigung geht, wenn wir 24 umziehen wollen beziehungsweise 25 an den Start gehen wollen. Ich gehörte ja zu den medienpolitischen SprecherInnen, die sozusagen vorab die Runde hatte und zur Kenntnis bekommen haben und auch noch mal gesehen haben, wie außerordentlich gut diese neue Liegenschaft dann den Bedarfen der DFFB entspricht. Also ich habe da auch viel gelernt, wie hoch Decken sein müssen, damit man beleuchten kann, damit man filmen kann etc., wie, was wir auch inzwischen für einen Technikbedarf haben. Aber ich sage mal alles im Hinblick auf digitale Technik und so weiter, was an diesem Standort dann zu 100% gegeben sein wird. Deshalb befürworten wir diesen Umzug und finden diese Räumlichkeiten und auch den Kiez außerordentlich gut geeignet. Ich habe in dem Zusammenhang aber jetzt zu dem Vortrag von Ihnen noch mal ein paar Nachfragen. Ich hatte ja in der Ankündigung des Tagesordnungspunktes auch noch mal abgehoben auf sozusagen die ganzen Folgen der Pandemie. Ist ja so, dass Sie 2020 und 2021 ja das Lehrprogramm ein bisschen auch reduziert haben. Da ist die Frage, wie sozusagen die Produktion und alles das, was sozusagen noch nachgeholt werden wird, wie das gewährleistet wird. Da gibt es ja den Ausblick auf 2022 und wir sind ja jetzt schon eigentlich fast mit der Hälfte rum in 2022. Das wäre mir wichtig, nochmal zu wissen, wie da Studierende auch unterstützt werden und auch nochmal, wie die DFB denn auch den Studierenden hilft, sie dabei unterstützt, sozusagen mit Produzenten, Verleihern, Kinos, vielleicht auch Filmfestivals. Wir hatten ja jetzt auch verschiedene Filme, die wieder auf der Berlinale gelaufen sind, in Kontakt zu kommen und auch die Absolventen zu unterstützen, weil wenn ich was gelernt habe in puncto Medien und auch in puncto Film, ist es immer wichtig, dass Filme auch gesehen werden, klar, aber dass sie halt eben auch, ich sag mal, auch Geld einspielen. Also das heißt, wie sind auch Vermarktungsketten, wie werden sozusagen Absolventen da auch nochmal unterstützt, weil ich gehe mal schwer davon aus, dass sie da einfach unglaublich gute Kontakte haben und ich sag mal, die jungen Menschen, die da in die Filmwelt entlassen werden, auch entsprechend unterstützen können. Das wäre mir nochmal wichtig. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Goyni. Ja, auch wir sind natürlich der Auffassung, dass die Qualität und die Arbeit der DFFB hier auch die entsprechende Unterstützung und auch Wertschätzung erfahren soll, wie das in der Vergangenheit ja auch der Fall war. Und wir sind uns auch einig darüber, dass die bisherigen Arbeitsbedingungen am Standort
Potsdamer Platz, selbst wenn man den Mietvertrag hätte fortsetzen können zu einem vernünftigen Preis, auf keinen Fall wirklich gut waren, muss man sagen. Also da, von daher ist der Erfolg und die Leistung der DFFB ja umso beachtlicher, dass man selbst unter diesen ja etwas ungünstigen Räumlichkeiten doch so tolle Erfolge halt hat. Da würde mich noch mal interessieren, haben Sie so eine Art Monitoring oder können Sie es vielleicht uns noch mal nachreichen, wie sich sozusagen die Absolventinnen und Absolventen der DFFB so entwickelt haben in den letzten Jahren, dass man sagt, wie viele davon konnten tatsächlich in der Branche, in dem Markt durchstarten oder wie viele mussten oder wollten dann einen anderen beruflichen Weg einschlagen. Das korreliert ja vielleicht auch ein bisschen mit der Frage vom Kollegen King, kann man die Kapazitäten einfach aufweiten, erhöhen, wo ist da eine Obergrenze, damit man am Ende des Tages auch denjenigen, die da die Absolventinnen und Absolventen sind, auch eine berufliche Perspektive ermöglichen kann. Und zur baulichen Situation will ich noch mal sagen, also ich glaube, es ist sicherlich gut, dass wir jetzt da zu einem anderen Standort zügig auch kommen müssen. Ich will aber auch mal sagen, ich bin ein bisschen traurig darüber, dass es nicht gelingt oder gelungen ist, Tempelhof hier zu ertüchtigen, weil ich tatsächlich glaube, dass das ein wirklich guter und geeigneter Standort wäre, den man für einen verhältnismäßigeren Preis doch hätte entwickeln können. Und wer jetzt bei der Öffnung des Kultursommers auf dem Tempelhofer Feld war und sich das Gebäude, die Hangars und die Atmosphäre dort nochmal angesehen hat, der hat einmal mehr wieder mitbekommen, dass das natürlich gerade für Kultur- und Kreativwirtschaft ein unglaublich geeigneter Ort ist. Und diese Energie des Gebäudes springt ja auch sofort auf die Besucherinnen und Besucher über, wenn man dort sich aufhält und da Veranstaltungen hat. Ich glaube, das ist wirklich schon gut. Insofern würde ich quasi die Idee nicht ganz aufgeben wollen, dass man hier sich erstmal nur auf 10 Jahre konzentriert, was die Nutzung dieses neuen Standorts anbetrifft. Das sage ich dann aber auch mal als Haushaltspolitiker, weil das natürlich schon wehtut, wenn man sieht, wie viel Geld wir da für reine Miete ausgeben. Und wenn man das mal über eine Perspektive sieht, hätte man für diesen Betrag natürlich Tempelhof, wenn man den Zeitfaktor ein Stückchen außen vor lässt, mit Sicherheit für die DFFB auch perspektivisch entwickeln können. Und die Nutzung landeseigener Immobilien für auch Zwecke des Landes Berlins sollten also auch, finde ich, eine größere Bedeutung wieder haben. Wir sind ein bisschen nachlässig geworden im Land Berlin, weil wir einfach die letzten Jahre auch viele Haushaltsmittel hatten und Haushaltsüberschüsse. Deswegen hat man ein bisschen lockerer immer mal bei Anmietungen sozusagen zugelangt, weil es halt einfach auch schön ist, was man da angeboten bekommt. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch in der Präsentation nochmal deutlich geworden, das, was da angeboten wird. Aber am Ende des Tages, finde ich, müssen wir, glaube ich, jetzt und in diesen Zeiten wieder stärker auch darauf achten, wie effektiv wir mit den Steuergeldern umgehen und wie effektiv wir eben auch unsere landeseigenen Immobilien nutzen. Und da, glaube ich, müssen wir auch noch den Fokus auf Tempelhof jenseits der Nutzung durch die DFFB noch mal stärker richten, noch mal vielleicht so als grundsätzlicher Appell auch mal in Richtung Senatskanzlei, die dafür nicht alleine zuständig ist oder vielleicht auch eher nur am Rande, aber natürlich in der koordinierenden Funktion der unterschiedlichen Nutzungsbedarfe sicherlich auch eine wichtige Rolle spielt. Also am Ende geht es uns aber natürlich darum, dass die DFFB eine vernünftige Unterbringung hat, möglichst optimale Arbeitsbedingungen hat und dadurch natürlich eben halt auch in dem künstlerisch-kreativen Wirken eine gute Zukunft hat. Vielen Dank, Herr Förster. Ich kann mich da ausdrücklich anschließen, was der Kollege Gorny gesagt hat. Ich glaube, es ist auch Konsens hier im Ausschuss, dass 45 Millionen natürlich eine stolze Summe sind. Wir stehen bei der DFFB in der Pflicht, etwas zu tun für die Zukunft und die Perspektive zu sichern. Ich glaube, da gibt es auch kein Vertun. Das können wir hier auch nochmal zusagen. Aber wir sind natürlich auch vor den Auswirkungen auch der künftigen Haushaltsberatungen stehend schon auch in einer Situation, wo man sagt, 45 Millionen, da könnte man irgendwie 10 Schulturnhallen von bauen. Wir reden gar nicht über, was man im Sozialbereich alles mit 45 Millionen, der auch chronisch unterfinanziert ist, reden wir über Obdachlosenhöfe oder was auch immer, was man da alles mit finanzieren könnte. Und wenn wir dann in der Stadt in eine Diskussion kommen, da gibt der 45 Millionen an einen privaten Vermieter, da sage ich auch als Liberaler, das finde ich auch nicht so ganz glücklich insgesamt, weil am Ende, ich glaube, sind wir uns alle einig, Koalition, CDU hat es ja auch gesagt, landeseigene Einrichtungen oder jedenfalls Einrichtungen, die wir zu großen Teilen auch mit Steuergeldern finanzieren, gehören in öffentliche Immobilien. Und das wäre für mich auch die Voraussetzung, wenn es überhaupt über 10 Jahre hinaus dort gehen soll, hatte ich der BIM ja auch schon gesagt, dass man irgendwie über eine Mietkaufoption oder anderes nachdenkt. Wir können auf Dauer nicht jedes Jahr eine deutliche Millionensumme in die Anmietung solcher Gebäude stecken, wo dann am Ende immer nur derjenige profitiert, der die Gebäude vermietet, und zwar auf sehr lange Sicht. Das muss ich an der Stelle dann eben auch sagen. Und deswegen ist das Thema Tempelhof, Kollege Gollnitz,
angesprungen, Kollege King ja auch, wir hatten ja auch gemeinsam da den Besichtigungstermin, ist ja nochmal deutlich gemacht worden, die Verpflichtung dort zu investieren, allein schon aus Auflagen des Denkmalschutzes resultieren, haben wir ohnehin. Wir können es dann nur entscheiden, lassen wir die Gebäude weiter leer stehen, nachdem sie dann denkmalrecht saniert sind, dann machen wir was draus. Wenn wir vorhin gehört haben, dass wir ja auch die European Film Academy entsprechend ja auch irgendwie mit werden unterbringen müssen, denen versuchen sie neue Räume, und da sie ja auch zu erheblichen Teilen aus öffentlichen Geldern bezahlt werden, werden wir da auch irgendwie in die Pflicht gehen müssen, wenn wir da nicht auch wieder einen 45-Millionen-Vertrag über 10 Jahre schließen wollen, auch irgendwas zu finden. Und dann will ich mal sagen, die Berlinale braucht am Ende ja auch irgendwann neue Gebäude. Da wäre natürlich Tempelhof, Kollege Gollny hat es angesprochen, schon als Zentrum auch für Film, Kultur und Kreativwirtschaft, wie es ja auch mal angedacht war, durchaus auch immer noch sinnvoll und notwendig. Das kann man vielleicht als Perspektive ab 2035 auf jeden Fall auch in den Blick nehmen, ohne jetzt sozusagen ein Übergangsszenario kaputtreden zu wollen. Aber ich glaube, langfristig ist das die Tendenz. Und machen wir uns jetzt vor, die 45 Millionen sind ja Miete plus einmalige Einrichtungskosten, so habe ich das verstanden. Aber es ist trotzdem eine gewaltige Summe, die natürlich auch immer im Konzert dann verschiedener Fachpolitiker auch gegeneinander abgewogen werden muss. Und wenn jetzt jemand in der Fraktion sagt, aus diesem Ausschuss kommt, 45 Millionen geben wir mal dafür aus, dann werden sich viele andere Fachbereiche auch melden und werden sagen, dafür hätte ich auch gute Ideen, wo man das einsetzen kann. Also nochmal ganz klar das Plädoyer, Einrichtungen, die von Landesgeldern gefördert werden, gehören in landeseigene Immobilien und letzten Endes nicht zur Anbietung bei Privaten jenseits des Einzelfalls. Weil ich das Thema European Film Academy gerade schon angesprochen habe, würde ich mich auch noch mal interessieren, Sie hatten ja vorhin die Gelegenheit, schon ein bisschen zu lauschen, was auch Ihre Kollegen vorgetragen haben. Wo gibt es möglicherweise Anknüpfungspunkte und auch einen Austausch zur Vernetzung? Das könnten Sie vielleicht noch mal sagen, was können Sie sich vorstellen, was Sie gemeinsam mit der European Film Academy machen können? Sie haben auch das Thema Internationalisierung und Ähnliches ja selbst angesprochen. Also wo sehen Sie da Anknüpfungspunkte und Punkte in der Zusammenarbeit von beiden wichtigen Einrichtungen? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kühnemann-Gruno hat noch eine Nachfrage. Ja, die hatte ich eben bei meinen ersten Fragen leider vergessen zu stellen. Und zwar hatten Sie in Ihrem Vortrag angesprochen, dass Sie eine eigene Beschwerdestelle einrichten wollen. Das würde mich noch mal interessieren für Studierende, was da die Stoßrichtung ist, also ob es da um Diskriminierung geht, also ich sag mal, wir haben ja für die Bühnen und so weiter beim Bund die Themis, die sozusagen für Diskriminierung zuständig ist. Wir haben als Land Berlin ja im Koalitionsvertrag auch festgehalten, dass wir eine Beschwerdestelle auch auf Landesebene initiieren wollen. Und das würde mich noch mal interessieren, was da sozusagen der Ausschlag war. Danke, Herr Gläser, Sie haben dann das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank, Frau Berger und Frau Wilke, für Ihren Vortrag. Die DFFB ist wichtig für den Kinostandort Berlin, deswegen unterstützen wir natürlich Ihre Bemühungen. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Sie sagten, Sie haben jetzt 32 Studenten für die kommende Periode. Ich würde gerne wissen, entspricht das dann auch der Durchschnittszahl der Studenten, die bei Ihnen ungefähr in einem Jahr betreut werden? Oder überlappt sich das mit denen aus dem Vorjahr, sodass wir da von einer höheren Zahl ausgehen müssen, die an einem Stichtag bei der DFFB in die Lehre gehen? Vielen Dank. Das wäre dann auch die letzte Frage aus dieser Runde. Frau Berger, Frau Wilke, wer möchte anfangen? Wir haben uns gerade kurz abgesprochen, wenn Sie, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, was Usus ist, aber wir würden gerne so die Fragen etwas bündeln, also dass wir den Themenkomplex, das Inhaltliche zu den Studierenden bündeln, dann das Thema, die vielen Fragen auch zum Umzug bündeln. Und dann vielleicht auch nochmal Ausblick, Partnerschaften, dass wir das sozusagen etwas bündeln, wenn Ihnen das recht ist. Können Sie gerne machen, und wenn jemand denkt, die Frage ist noch nicht beantwortet, dann stellt er sie, also ergänzt. Genau, wir haben ja mit, begonnen. Ich würde dann gerne mal mit den Zahlen, nach denen ja gefragt wurde, beginnen. Ich hatte ja gesagt, wir hatten jetzt in dieser Durchgang Aufnahmeprüfung 466 BewerberInnen. Vielleicht noch mal, vielleicht davon ausgehend noch mal kurz die Aufteilung. Das sind 261 BewerberInnen Regie, 82 Bildgestaltung, 77 Drehbuch, Montage, Bild und Ton 25 und Produktion 21. Möchte Sie mögen manche Zahlen unterbrechen, aber Frau Berger, können Sie das Mikro ausmachen, während Frau Wilke spricht, und umgekehrt, damit volle Energie in dem einen Mikro ist? Danke. Da kann ich sagen, dass manche Zahlen da recht niedrig wirken können, aber die Erfahrung auch bei sehr vielen anderen Filmschulen, an denen ich schon gelehrt habe, zeigt, das ist sehr guter Durchschnitt, weil auch natürlich die Anforderungen der Einreichung, also man muss sozusagen ja schon mit
man muss schon bestimmte Dinge einreichen als BewerberInnen. Also es ist sozusagen deswegen dann auch schon ein sehr hohes Niveau der BewerberInnen. Genau, wir nehmen dann pro Jahr 32 Studierende auf. In diesem Jahr werden es 9 Studierende im Studienfach Regie sein, 5 im Studienfach Produktion und in den übrigen 3 Studiengängen jeweils 6. Das sind auch die Zahlen der letzten Jahre. Also 2018 wurden die Studiengänge Drehbuch und Montage, Bild, Ton integriert. Das gab einen Zuwachs an Studierenden. Davor waren es jährlich 24, jetzt sind es jährlich 32. Das heißt aber natürlich, wir gewinnen 32 neue Studierende. Wir haben aber insgesamt 243 eingeschriebene Studierende, die betreut werden, die sozusagen in verschiedenen Phasen sind. Im Grundstudium, in einer ziemlich genauen Struktur von Seminaren, also wirklich Vollzeitstudium und im Hauptstudium eher die Betreuung auch der freien künstlerischen Projekte, der Abschlussfilme dann schon, die sind dann auch mehr in der Produktion der sozusagen Lehrfilme, ja, und werden betreut sowohl in allen Phasen der Filmrealisierung. Vielleicht dazu? Ich würde vielleicht ergänzen, hier gab es ja auch die Frage, ob wir daran denken, die Zahl zu erhöhen, wenn wir in ein neues Gebäude kommen. Das tun wir sehr gerne und würden das. Im Moment müssen wir es ausschließen, weil wir einfach von den räumlichen Verhältnissen her mit den Seminarräumen so eng sind, dass schon jetzt immer ein Gerangel, muss es so sagen, besteht für die Räume. Wir müssen immer zusätzlich Räume anmieten, auch gerade wenn dann in die Produktion geht für die Filme, dann mieten wir immer noch mal an. Also im Moment können wir es einfach nicht machen, aber sehr gerne ab Umzug würden wir gerne erhöhen. Und wir hatten schon im Vortrag erwähnt, wir haben ja auch Drittmittelprogramme europäisch von Creative Europe geförderte Programme. Die mieten auch immer noch separat an inzwischen, aber die würden wir auch gerne wieder zurück an die DFFB binden. Das heißt also, insgesamt rechnen wir mit einer Erhöhung der Studierenden, die dann ab 25 möglich ist. Bezüglich der Studie, das finde ich einen sehr, sehr interessanten Vorschlag von Herrn Goyni. Es gibt aktuell noch keine umfassende Studie der Absolventen. Also wo sind die in der Branche gelandet? Was ist ihr beruflicher Werdegang? Es ist aber etwas, was mir ein Anliegen wäre und was ich sehr gerne anstoßen würde, wo wir dann mit konkreten Zahlen auch nochmal schauen könnten, sozusagen, wie fächert sich das auf? Da wird es natürlich auch wieder eine Spitze geben, die weiter in ihrem Gewerke arbeiten können. Und es gibt solche, die dann in andere Bereiche gehen. Aber ich halte das für einen sehr guten Vorschlag. Und wir haben intern einmal schon geschaut, das stellen wir gerne bei einem nächsten Mal vor, wie ist die Ausstrahlung der Filme? Also die Filme, die gemacht werden, die Abschlussfilme, das haben wir, glaube ich, bei Ihnen auch schon im letzten Mal gezeigt, wie groß ist die Reichweite an internationalen Festivals. Also dazu haben wir schon eine kleine Studie gemacht. Aber insgesamt denke ich, die berufliche Situation ist uns ein Anliegen. Vielleicht noch mal zu den Fachkräften. Darf ich kurz ein? Also vielleicht kann man schon mal, wie Frau Berger ja gerade gesagt hat, es gibt noch kein Monitoring in dem Sinne. Man kann aber wirklich sagen, dass unsere Studierenden sehr gut in den Beruf kommen. Also es ist sozusagen eine große Nachfrage. Das ist natürlich auch so der große Nachfrage nach Fachkräften momentan in der Filmbranche. Es ist wirklich einfach jetzt der Erfahrungswert ist, dass unsere Studierenden sehr beschäftigt sind. Wir sind natürlich auch zum Beispiel mit dem Programm Leuchtstoff von Medienbord und RBB sind wir ja auch aktiv daran, die Studierenden schon diesen Schritt auch in die Berufswelt zu ermöglichen durch sozusagen solche Förderungen von Abschlussfilmen und auch anderen Kooperationen. Wir haben zum Beispiel auch einmal eine Serie mit dem RBB gemacht. Also wir suchen da auch immer Möglichkeiten, dass gegen Ende des Studiums man auch wirklich schon an die Berufswelt andocken kann. Es ist, man muss es fast sagen, eher so, dass wir schauen müssen, dass sie bei uns bei der DFFB bleiben und nicht schon während des Studiums abgeworben werden, um irgendwo einen Film zu schneiden. Also wir haben eigentlich eher im Moment die umgekehrte Situation. Wir müssen schauen, und dass die bei uns bleiben und sagen, ihr seid noch in der Ausbildung. Vielleicht an dieser Stelle zum Thema des Baus, des Umzugs.
Das Thema Nachhaltigkeit ist der BEOS AG wirklich ein großes Anliegen. Es gibt da verschiedene Zertifikate, die Sie auch anstreben und die Sie erreichen werden in Gold. Das reichen wir Ihnen aber gerne auch nochmal präziser nach. Es wird ein Holzhybridbau, es wird Fenster geben, die man aufmachen kann. Also es gibt nicht eine Klimaschutzanlage, die dann sozusagen hohe Energie kostet, sondern es gibt da eine gute Möglichkeit, mit den Fenstern zu arbeiten. Und es gibt eine Kühlanlage, das zeigen wir Ihnen sehr gerne mal persönlich vor Ort bei einer Besichtigung, wo wir dann nochmal in die Tiefe gehen könnten, was da vorgesehen ist. Das zum Thema Nachhaltigkeit. Natürlich ist Tempelhof das ist eigentlich klar, dass Tempelhof eine unglaubliche Anlage ist und eine unglaubliche Strahlkraft hat, gegen die fast nichts kommt. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal gesagt, es ist der Fleck Erden, den man vom All aus sieht. Das müsste ja jeden Filmemacher beflügeln, wenn er da arbeitet und wenn er studiert. Wir als Verantwortliche für die DFFB stehen einfach vor der großen Herausforderung, dass wir in sehr kurzer Zeit einen neuen Standort brauchen. Und wir mussten hier handeln. Wir mussten auch mit Ihnen gemeinsam hier handeln, mit der Senatskanzlei, um da eine Lösung zu finden. Und sonst würden wir nämlich auf der Straße stehen und das wäre dann doch etwas schade. Und Container sind nicht wirklich eine gute Alternative für eine Filmschule. Also ich würde sagen, Tempelhof ist eine attraktive Idee, die wir weiterhin gerne prüfen, gemeinsam mit anderen Anbietern. Selbstverständlich sind wir auch im Austausch gewesen mit der Tempelhof AG. Leider ist es so, dass diese Machbarkeitsstudie, die erstellt worden ist, nach wie vor noch sehr im Wagen ist. Im Wagen ist auch in Bezug auf, wie könnte das wirklich konkret für eine Filmschule funktionieren. Es ist mehr eine Vision gewesen, eine Ideenskizze, als eine tatsächliche Machbarkeitsstudie. Also da müsste man noch mal ganz konkret dahinter, auch was die Gebäudesanierung anbelangt, aber auch ganz konkret innen drin, wie ist das Zusammenarbeiten und Arbeiten möglich. Da gibt es auch arbeitsschutzrechtliche Bedenken, die schon aufgekommen sind in Bezug auf die Innengebäude, die da sind. Also da bräuchten wir nochmal Zeit, um das nochmal genau zu klären. Sind wir aber durchaus gerne bereit, das auch anzugehen. Genau, es gab ja auch die Frage der Folgen der Pandemie. Es ist so, dass wir wirklich eben im Jahr 2020 und 2021 das Lehrprogramm reduziert haben. Es ist uns aber auch sogar jetzt schon gelungen, in diesem Jahr einen Rückstau an Filmen, vor allem Hauptstudiumsfilmen, nachzuholen. Wir haben ja auch immer noch damit zu tun, dass wir sozusagen eine Verschiebung haben im Studienbeginn, also einen Jahrgang. Wir haben sozusagen jedes Jahr einen Jahrgang aufgenommen, nur ein Jahrgang hat viel später begonnen aufgrund der Pandemie. Das heißt, wir haben teilweise Doppelbelastungen im Curriculum, weil sich eben der Studienbeginn von diesem Jahrgang verschoben hatte. Damit haben wir auch immer noch zu tun, aber wir sind jetzt gerade mit der Curriculumsentwicklung für das nächste Studienjahr ab Wintersemester. Die schließen wir gerade ab, also sozusagen wie dieses Curriculum aussehen wird, haben da auch reformiert, auch nochmal geschaut, wie kann so ein modernes Curriculum aussehen, dass es den Studierenden auch gerecht wird, wie können wir auch gucken, dass es sozusagen nicht überladen ist, nicht zur Überlastung der Beschäftigten führt, bei gleichzeitiger sehr hoher Qualität der Lehre, da kann man ganz viel machen. Also da sind wir gerade auf einem sehr guten Weg und sind eben auch wirklich, vor allem in diesem Curriculum wollen wir auch wieder verwirklichen, dass wir eine Gemeinschaft herstellen in der Akademie. Also so wollen wir die Studierenden unterstützen, auch wieder in die gemeinsame Kreativität zu kommen. Da überlegen wir uns gerade eine neue Wochenstruktur, dass es auch mehr gemeinsame Anknüpfungspunkte gibt in diesem neuen Curriculum, dass man wirklich wieder zu so einer kreativen Gemeinschaft kommt. Das ist uns sehr wichtig. Und die Diskriminierungsstelle? Ah, genau. Eine Frage war auch zu der, die wir erwähnt hatten, die Einrichtung einer Beschwerde- und Antidiskriminierungsstelle. Das ist auch ein großer Wunsch oder es ist ein Thema, was wir sozusagen seit unserem Antritt auch mit der Studierendenvertretung besprochen haben, weil in der Studierendenschaft ein großer Wunsch oder ein Bedürfnis auch besteht nach einer externen Stelle, die sozusagen auch Schutzraum ist, die auch
nicht in der Akademie verortet ist, wo man sozusagen mit Themen, wenn es um Diskriminierung geht, wenn es um Gleichstellung geht, wenn es auch einmal eine Beschwerde ist, dass es so einen Ort gibt. Das ist sehr wichtig und wir haben das natürlich gehört und sind jetzt nach Bewilligung, nach Beendigung der vorläufigen Haushaltsführung, ist es für uns eine Priorität, da zu schauen, wie wir das extern einrichten können. Möglichst wollen wir auch schauen in Kooperation mit anderen Hochschulen oder Universitäten. Natürlich gibt es die Bundesstelle, wo man sich hinwenden kann. Wir glauben aber, dass es vielleicht auch noch untergeordnet eine eigene Stelle für unsere Studierenden geben muss, wo sie sich mit ihren speziellen Studierendenfragen auch hinwenden können. Genau, und die Themis ist auch eine, die wir prüfen. Ich glaube, das ist insgesamt wichtig für uns als kleine Akademie, dass wir hier sinnvolle Partnerschaften finden. Das hatten wir in unserem Vortrag schon erläutert. Ich glaube, dass auch in diesem Bereich es viel Kompetenz gibt extern, die wir nicht jetzt von uns aus nochmal aufbauen müssen, wo wir uns einfach in einer guten Partnerschaft, die UdK hat eine sehr gute Mediationsstelle auch für Studierende, da gibt es sehr spezifische Anliegen. Man merkt, dass die Jugend sich auch diesbezüglich oder die jungen Menschen sich diesbezüglich auch verändern und verändert haben und dem wollen wir auch gerecht werden. Vielleicht ganz zum Abschluss, Baugenehmigung, ja, selbstverständlich. Es ist teilweise schon im Bau, also die ersten Gebäude. Nächste Woche ist die erste Grundstein oder in 2,5 Wochen ist die erste Grundsteinlegung von einem anderen weiteren Gebäude. Da sind wir zuversichtlich, dass dann auch Ende 24 unser Gebäude stehen würde, wenn wir es denn beziehen dürften. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Übersicht, wo wir im Moment stehen. Bitte erinnern Sie sich nochmal daran, wegen Synergien. Eva war noch vielleicht noch etwas selbstverständlich. Wir sind im Austausch mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen hier in Berlin. Der Festivalbereich wurde von Herrn Dr. Fischer erwähnt, das ist das eine. Aber eben, es gibt auch andere Stellen wie die European Film Academy beziehungsweise den European Young Audience Award. Da würde sich natürlich auch eine Kooperation anbieten. Wir haben Gespräche begonnen, um zu schauen, was würde sich da anbieten. Es ist eine sehr gute Idee, die wir gerne auch nachverfolgen und vertiefen würden mit unseren Kollegen und da gegebenenfalls Ihnen dann auch nochmal präsentieren, was sich da entwickelt hat und wie wir uns das vielleicht sogar vorstellen können, wie wir da enger zusammenarbeiten. Aber Masterclasses wären so eine Idee oder auch, dass Studierende von uns in kleinen Summercamps schon den Nachwuchs sozusagen ein bisschen mit ausbilden und einen kleinen Sommerjob haben. Also da gibt es viele Ideen, viele Vorstellungen, auch bis zur Preisverleihung, wie man die unsere jungen Menschen einbeziehen kann. Da gibt es so ein paar Ideen, die wir gerne vertiefen. Da sind wir noch nicht ganz spruchreif, aber wir sind da im Austausch. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Fragen und Ihr Interesse. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann hat Dr. Fischer noch mal das Wort. Ja, von meiner Seite, es gab ja zwei Fragen, die sind aber im Prinzip schon beantwortet, glaube ich, Otto, rund um die Baugenehmigung und die Standards. Da würden wir dann im Zweifel auch nochmal was zukommen lassen. Da wir ja Mieter sind, ist natürlich die Einflussmöglichkeit begrenzter, als wenn wir jetzt selbst bauen würden oder jemanden für den Bau beauftragen. Nichtsdestotrotz sind wir da, so ist auch mein Kenntnisstand aus den Unterlagen, auf einem sehr hohen Niveau. Und entsprechend ist das, glaube ich, auch zu argumentieren. Ich wollte noch eine letzte Bemerkung machen zu der Perspektive Tempelhof, weil ich finde schon, dass es natürlich auch in Anbetracht der Volumina der Mietzahlungen richtig ist und wichtig ist, diese Perspektive im Blick zu haben. Es ist immer besser, wenn wir landeseigene Immobilien nutzen, als wenn wir uns irgendwo einmieten. Das war ja jetzt, was wir in den letzten Monaten vollzogen haben, auch so ein bisschen eine Notfalloperation. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir diese Perspektive weiter ausarbeiten müssen und auch schauen müssen, wie wir mit Tempelhof vorankommen. Und das ist eine Frage, die betrifft jetzt nicht den Medienausschuss im Speziellen, sondern die muss ja insgesamt geführt werden. Und auch die Frage der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für Tempelhof muss in der Gesamtbetrachtung erfolgen, damit wir nicht in 10 Jahren wieder vor der Situation stehen. Wie sieht es denn jetzt aus? Aber trotzdem muss man das angehen und da bin ich auf jeden Fall auch mit an Bord, eine Perspektive dafür zu entwickeln und sich das nochmal genauer anzuschauen. Also ergo, Tempelhof ist jetzt auch für die Senatskanzlei nicht vorbei, aber wir haben jetzt, glaube ich, eine Lösung gefunden, die mindestens mal eine Überbrückung für 10 Jahre bietet. Vielen Dank. Eine letzte Wortmeldung habe ich noch von Frau Breitenbach. Ja, es ist jetzt wirklich nur eine Bitte, dass wir Ihren Vortrag nochmal schriftlich bekommen.
Ja? Danke. Genau, dann nochmals herzlichen Dank für Ihre Arbeit, für Ihre Ausführungen und für die Zeit, die Sie sich heute genommen haben für uns. Und Sie haben es ja schon angeboten, dass wir auch nochmal zu Ihnen kommen können und vor Ort die Besichtigung durchführen können. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn so viele wie möglich dabei wären. In diesem Sinne herzlichen Dank. Und wir machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt 5, den wir vertagt haben. Also wir sind dann bei Tagesordnungspunkt 6. Unter Verschiedenes. Da ist Ihnen im Vorfeld der Sitzung ein Entwurf für die Sitzungstermine zugekommen. Der liegt Ihnen auch als Tischvorlage vor. Gibt es dazu Besprechungsbedarf? Dann würden wir die Termine jetzt beschließen. Wer ist dafür? Die Termine, Frau Kahlefeld. Und wer ist dagegen? Enthaltung? Einstimmig. Sehr schön. So, dann wurde in den vergangenen Sitzungen ja eine gemeinsame Sitzung mit dem Ausschuss für Medien im Landtag Brandenburg gewünscht. Als Themenvorschlag sollten die derzeitigen Beratungen zu den Medienstaatsverträgen unterbreitet werden. Der Form halber möchte ich dazu ein Meinungsbild heute hier abfragen. Wer sich solch eine gemeinsame Sitzung vorstellen kann und möchte, dass ich als Vorsitzende bzw. das Ausschussbüro mit dem Hauptausschuss in Kontakt treten, dem würde ich um das Handzeichen bitten. Wer ist dagegen? Enthaltung? Auch einheitlich. Vielen Dank. Dann wären wir beim letzten Punkt unter Verschiedenes, den ich habe. Mir wurde herangetragen, dass die Ausschussreise in dieser Wahlperiode noch in diesem Jahr stattfinden soll. Und Ausschussreisen müssen ja vom Präsidenten genehmigt werden. Für den Antrag auf Genehmigung muss ein einstimmiger Ausschussbeschluss vorliegen, der vorliegende Punkte festhält. Ziel der Reise, Zeitraum der Reise und Themenschwerpunkte. Im Vorfeld der Sitzung haben sich die Sprecherinnen und Sprecher auf folgende Punkte zu der Ausschussreise geeinigt. Ziel wäre London, Zeitraum wäre der 13. September bis 16. September und Schwerpunkte wären unter anderem, diese Liste ist noch nicht abgeschlossen, Besuch beim BBC, bei Akteuren der britischen Zeitungs- und Zeitschriftenlandschaft, beim Filmstandort, Musikstandort in London und aber auch ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement, Gespräche mit Einrichtungen und Initiativen des Bereichs Volunteering, sowie beispielsweise das Felix-Projekt, was eine Art Berliner Tafelausgabe von Essen für Kinder vor Ort ist. Mehr darüber hinaus wird es auch einen Besuch bei der Stadtverwaltung London geben, also im Sinne von Städtepartnerschaften und noch einige andere Punkte. Genau, gibt es dazu Ergänzungen, Wortmeldungen? Ansonsten würde ich da, Herr Otto. Ja, wir hatten in verschiedenen Ausschüssen in der letzten Legislatur immer die Frage, wie wir irgendwo hinkommen. Und so würde ich auch hier anregen, dass wir mal feststellen, wer gerne vielleicht mit dem Zug fährt und wer lieber fliegt und dass wir vielleicht beide Möglichkeiten den Damen und Herren Ausschussmitgliedern dann offerieren. Diese Abfrage könnte ja das Ausschussbüro dann machen und dann, man kann nämlich nach den neuen Richtlinien in Zweiergruppen reisen und dann schauen wir, ob wir dann per Zug, wie auch immer, per Flugzeug da zwei Gruppen zusammenkriegen. Und das kommt dann übers Ausschussbüro. Genau. Gibt es dann weitere Wortmeldungen oder Fragen? Sehe ich nicht. Kurz die Abstimmung. Wer ist dann dafür, dass wir diese Ausschussreise im September nach London durchführen? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Auch einstimmig so. Oder war das eine Enthaltung dahin, Frau Breitner? Da ich nicht mitfahre, enthalte ich mich. Also. Eine Enthaltung. Das ist leider wirklich bedauerlich. Genau. So, Herr Dr. Fischer hat noch was Verschiedenes, oder? Ja, nur eine kurze Anmerkung, da wir ja den Tagesordnungspunkt 4 jetzt geschoben haben. 5 ist mir nur wichtig, einmal zu sagen, dass es kein böser Wille war, dass Ihnen das jetzt gestern Abend erst zugegangen ist, beziehungsweise dann über den Ausschuss die Entwürfe für die Staatsverträge, sondern dass wir tatsächlich bis zum gestrigen Tag mit der Brandenburger Landesregierung in nicht ganz einfachen Gesprächen über den einen oder anderen Punkt waren und jetzt zumindest gewährleisten wollten, dass es noch vor der Sitzung bei Ihnen ankommt. Das ist es jetzt auch gewesen. Und ich würde einfach bitten, dass wir die Gelegenheit nutzen, über den Sommer im Rahmen schriftlicher, wo jetzt ohnehin die schriftliche Anhörung stattfindet, sich damit zu beschäftigen, und würde dann
auch zu gegebener Zeit mit einer Terminabstimmung einzelne Gespräche oder in anderen Kontexten nach der Sommerpause oder am Ende der Sommerpause führen, damit wir jetzt auch nicht die Sitzungsrhythmus deswegen verändern müssen und damit wir vor der gemeinsamen Sitzung, die potenziell ansteht, auch nochmal gemeinsam im Berliner Kreis über die Staatsverträge sprechen können. Vielen Dank. Herr Förster hat sich gemeldet. Ich wollte nur sagen, sehen wir es noch mal positiv. Sie haben bewiesen, dass die Verwaltung auch um 22.35 Uhr noch arbeitet in Berlin. Ist vielleicht auch entgegen eines klassischen Klischees mal etwas Positives. Sehen wir es also so rum. Nicht Kritik, dass es so spät kam, sondern dass immer noch vor Mitternacht kam. Sie damit Ihre Zusage eingehalten haben um 22.35 Uhr. Vielen Dank dafür. So, dann ist die nächste Sitzung, die 11. am 7. September 2022 um 9.30 Uhr. Und deswegen bitte ich jetzt auch die entsprechenden Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen zur Besprechung der nächsten Tagesordnung im Saal zu verbleiben. Die Übrigen können dann für heute Schluss machen. Und ich wünsche Ihnen allen eine schöne Sommerzeit und bis morgen im Plenum.